Also ich darf Sie erstmal ganz herzlich willkommen heißen hier in dem Deutschen Haus der Wirtschaft. Endlich mal wieder mit, ja, ich sag mal, mit einer nennenswerten Anzahl von Personen vis-à-vis. Das freut uns besonders. Zu dem meines Erachtens gerade in der heutigen Zeit besonders spannenden und interessanten Thema Auswirkungen der Inflation auf das Steuerrecht. Vielleicht hat aber auch das Steuerrecht Auswirkungen auf die Inflation. Auch das kann man gleichzeitig fragen. Ich darf zunächst das Podium vorstellen. Ganz zur Linken, mit der heute den Impulsvortrag halten wird, den ersten Impulsvortrag halten wird, ist hier mein Kollege Jochen Hunsdörfer, dem ich mich natürlich besonders verbunden fühle, ohne Christian dich zurücksetzen zu wollen. Aber er war mal in Bochum. Ja? Er war mal einige Jahre in Bochum und hat uns dann aber den Verlockungen Berlins, ja, entsprechend hat er uns dann verlassen und ist mittlerweile schon seit Jahren jetzt Ordinarius in einer freien Universität in Berlin. Er wird hier als Professor für die steuerliche Betriebswirtschaftslehre oder allgemein auch Betriebswirtschaftslehre die ökonomischen Implikationen und Fragestellungen der Inflation und den Zusammenhang zum Steuerrecht bringen. Ich habe einige Folien schon gesehen und bin besonders neugierig und freue mich besonders darauf, muss ich sagen. Forschungsschwerpunkte hat man mir noch aufgeschrieben. Ich glaube, Sie haben noch einige mehr. Steuerwirkungen auf unternehmerische Entscheidungen, Behavioral Taxation und Tax Accounting. Er ist seit 2008 Mitglied bei uns im wissenschaftlichen Beirat, bringt dort Impulse. Ich freue mich gleich auf den Vortrag. Dann haben wir die juristische Seite aus verfassungsrechtlicher Sicht. Christian Waldhoff, den ich hier in Berlin ebenso wenig an sich vorzustellen bräuchte wie Jochen Hunsdörfer. Er ist seit 2012, vorher warst du in Bonn, nicht? Und seit 2012 Ordinarius für öffentliches Recht und Finanzrecht. Kirchenrecht machst du auch noch, ich meine, das ist sehr breit aufgestellt, an der juristischen Fakultät der Humboldt, also nicht der Freien Uni, wir haben also beide großen Universitäten hier heute vertreten, FU und HU hier an der Stelle. Da könnte man jetzt ganz viel auch vortragen, 2017 bis 2020 Richter im Nebenamt des OVG Berlin-Brandenburg, wenn ich das richtig sehe. Erst seit 2010 auch Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats. Das fand ich jetzt besonders interessant. Müssen wir erklären vielleicht noch, was das genau ist. Seit 2019 Mitglied im Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten des Europäischen Parlaments und des Rats über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer Parteien und Stiftungen. Das finde ich auch ganz spannend. Also da müssen wir vielleicht nachher, wenn du noch ein bisschen Zeit hast beim Bier, mir vielleicht mal erklären, was das ganz genau ist hier an der Stelle. Das andere wieder im Fachkollegium der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ist etwas, was wir natürlich gut kennen. Und ich bin gespannt auf diesen verfassungsrechtlichen Teil. Dann bleiben wir noch im Grunde in der Wissenschaft. Herr Mayer, denn letztes Mal hatten wir ja digital, nicht, waren wir letztes Mal, glaube ich, zusammen, als ich hier eine Moderation durchführen durfte. Erstmal, ich weiß, er ist ja zurzeit, ich glaube, der Steuerabteilungsleiter, der Neue, ist nicht hier. Deswegen kann ich das so ganz einfach sagen. Herr Diekmann petzt nicht hier an der Stelle. Oh, das wissen wir nicht. Er ist mein Lieblingssteuerabteilungsleiter. Warum? Warum? Will ich auch sagen. Wo findet man einen habilitierten Steuerabteilungsleiter? Also jemand mit einem wissenschaftlichen Background, und das spürt man bei Ihnen auch etwas. Ja? Und die Kombination zwischen diesem wissenschaftlichen Background und den praktischen Umsetzungen der Steuerpolitik, das ist besonders spannend. Ich will auch nicht lange sagen, ich glaube in Innsbruck, nicht, haben Sie sich habilitiert, nicht? Seit 2009 Professor am Institut für Finanzrecht der Universität Wien, nicht der WU Wien, auch manche dann gerne verwechseln. Seit 2012 bereits, und das spricht für Sie, dass Sie so lange auf dem Stuhl schon ausgehalten haben, Sektionschef für Steuerpolitik und Steuerrecht im Bundesministerium für Finanzen in Wien, Mitherausgeber der Fachzeitschrift Recht der Wirtschaft, RDW, und dann ist natürlich klar, Österreich stark vertreten, EU, OECD und so weiter, und auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat unserer Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft. Also,
Herr Mayer wird hier die österreichische Seite zum Inflationsthema bringen mit einem ganz interessanten österreichischen Neuregelung, die jetzt zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Also wir freuen uns ganz besonders. Und Herr Diekmann sagte eben sehr demütig, aus dem BMF. Die Österreicher sind immer schon ganz schön weit. Sie sind immer so ein Schritt, man uns fast einen Schritt voraus. Das haben wir in unterschiedlichen Dingen in den letzten Jahren erlebt, angefangen mit der Gruppenbesteuerung damals und Ähnliches. Also wir sind wirklich gespannt auf dieses Modell. Herr Dr. Diekmann ist Diplom-Volkswirt, ist also kein Jurist. Auch da haben wir es geschafft, beide Seiten hier unterzubringen. Studiert an der WWU in Münster, hier an dem Punkt, seit 1993 im BMF, also schon 30 Jahre. Das ist also ein hoher Erfahrungswert. Referatsleitung in verschiedenen Abteilungen, Leitung der Grundsatzabteilung Steuern und seit 1998 Referatsleiter in der Steuerabteilung im Bundesfinanzministerium Steuerpolitik, Grundsatzfragen des Steuersystems, Steuervereinfachung und Bürokratieabbau. Wir haben ja das Inflationsausgleichsgesetz vor kurzem erst erlebt und Herr Diekmann wird praktisch die Maßnahmen des BMF, die also der Inflation geschuldet sind, in dem ganzen Umfeld hier darstellen. Und dann kann man sehr schön, das ist die Idee, die wir haben, also Österreich und Deutschland in den Maßnahmen miteinander vergleichen. Das ist an sich die Idee, die dahinter steckt und da freue ich mich ganz besonders drauf. Hier brauche ich Herrn Dr. Richter nicht vorzustellen, häufigst hier als Podiumsdiskutant, als Referent und als Moderator aufgetreten, einer der Gründungsväter, sage ich mal, der Berliner Steuergespräche, arbeitet seit vielen Jahren bei Pöllert in dem Bereich eben auch der Beratung von großen Privatvermögen. Das heißt, die werden jetzt in diesem Moment sicherlich hinsichtlich des Frage Inflation, Inflationsschutz Fragen an Sie stellen, an dich stellen hier an der Stelle. Und insoweit bin ganz gespannt, wie Herr Richter das sehen wird. Er wird auch von der Frage her nicht nur einfach Frage ist, der Tarif jetzt anzupassen, Tarif auf Räder in Anführungsstrichen oder so etwas kommen, sondern auch fragen, was bedeutet das für Unternehmen, was bedeutet es letztlich für eine Unternehmensbesteuerung, was bedeutet es für die unterschiedlichen Steuerarten und auch Einkunftsarten. Das heißt also, insoweit wird das dann Reigen komplettieren. Die Idee, die wir haben, ist, dass wir jetzt erstmal so ungefähr 15, maximal 20 Minuten jetzt Impulsvorträge haben, dann die entsprechenden Beiträge und dann geht es einmal in einer großen Runde bei uns hier wieder los und Sie kann ich nur motivieren, sich zu melden, Beiträge zu geben. Dafür werde ich auf jeden Fall am Schluss, aber auch zwischendurch, Sie können jederzeit irgendeine Frage stellen, Raum geben. Ja, in dem Sinne, einer guten Berliner Steuergesprächskultur. Herr Hunsdorfer, Sie haben das Wort. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr, sehr herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben zum Beginn Ihrer Vorstandstätigkeit vor ungefähr 10 Jahren, fast genau 10 Jahren, mich schon mal hier eingeladen. Und heute zum Ende Ihrer erfolgreichen Vorstandstätigkeit nochmal, da schließt sich ein Kreis. Ich dachte, ich kann das auch sehr kurz zum Anlass nehmen, zurückzublicken, was ich vor 10 Jahren gesagt habe und gucken, ob sich das bewahrheitet hat oder nicht. Ich habe damals die These aufgestellt, die Ertragsbesteuerung würde wesentlich stärker Richtung Marktstaaten gehen. Das ist nicht so schnell gegangen, wie ich gedacht hätte damals. Ne? Also wir haben zwar Pillar One, aber das war doch etwas langsamer. Die zweite These, die ich hatte, war, dass ein Country-by-Country-Reporting sicherlich kommen würde. Und es ist eigentlich nur die Frage, ob man dagegen kämpft oder ob man sich an die Spitze der Bewegung stellt und da ein bisschen was versucht zu bewegen über Freiwilliges. Gut, Sie haben gesehen, wie das ausgegangen ist. Heute spreche ich über ein anderes Thema. Offiziell spreche ich über die Auswirkungen der Inflation über das Steuerrecht. Tatsächlich spreche ich aber über was anderes, nämlich die Auswirkungen des Steuerrechts auf die Inflation. Und wenn man die kennt, dann kann man zurückgehen und sagen, welche Auswirkungen hat die Inflation auf ein Steuerrecht de lega ferenda? Wie sollte ein Steuerrecht ausgestaltet sein, das die Inflation nicht treibt? Ich habe da eine
sehr stark eindimensionale Perspektive. Ich konzentriere mich tatsächlich nur auf diese Frage, wie kann das Steuerrecht die Inflation mildern? Und andere Aspekte, Gerechtigkeit und Ähnliches, werde ich vollständig vernachlässigen. Die müsste man getrennt davon betrachten. Meine Thesen sind: erstens, die Steuern, wie sie derzeit ausgestaltet sind, können die Inflation beschleunigen. Die Besteuerung wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Inflation. Zweitens, das Nominalwertprinzip ist schädlich bei spürbarer Inflation und nicht zu rechtfertigen. Ich schlage deswegen vor, die Unternehmenssteuern in eine Übergewinnsteuer umzugestalten, gegebenenfalls progressiv. Und eine Randbemerkung: eine noch stärkere steuerliche Freistellung von Einmalzahlungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnte auch hilfreich sein. Über den Stand der Inflation brauche ich nicht viel zu erzählen und über die Ursachen. Vielleicht nur ein Punkt: es wird ja schon wieder Entwarnung gegeben. Es wird gesagt, die Inflation geht zurück. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen zum Beispiel von der EZB ansehen, vom 7.2.23, dann sehen wir tatsächlich einen Rückgang der Inflation. Der geht aber im Wesentlichen auf die Energiepreise zurück. Und da haben wir erstens Marktentwicklung, wir haben aber auch sehr viel staatliche Entlastung der Energiepreise. Also denke ich, ist es zu früh, hier Entwarnung zu geben. Denn diese staatlichen Entlastungen der Energiepreise wird man sich nicht dauerhaft leisten können. Ne? Der gelbe Bereich hier oben, da sieht man schon, dass es im Moment, die Reduktion ist nur von den Energiepreisen getrieben. In den anderen Bereichen haben wir eher eine steigende Inflation derzeit. Olivier Blanchard hat Ende letzten Jahres eine sehr interessante Diskussion in der Makroökonomie angestoßen. Er hat nämlich gesagt, die Inflation ist Ergebnis eines Verteilungskampfs zwischen Unternehmen, Arbeitnehmern und Steuerzahlern. Und dieser Verteilungskampf würde erst stoppen, wenn alle Beteiligten gezwungen sind, das Ergebnis zu akzeptieren. In der Vergangenheit hat man die Bekämpfung der Inflation typischerweise den Zentralbanken überlassen, aber die Zentralbanken haben nur ein einziges Werkzeug, nämlich den Zins. Und dieser Zinserhöhung zur Dämpfung der wirtschaftlichen Aktivität und entsprechend Dämpfung der Inflation sind sehr ineffizient. Aus diesem Grund wird in der Volkswirtschaftslehre im Moment intensiv darüber diskutiert, ob die Fiskalpolitik, einschließlich der Steuerpolitik, eine sinnvolle Alternative zu den Anpassungen des Zinssatzes sein kann. Und entsprechend ist meine Fragestellung zu sehen, inwieweit beschleunigt das Steuersystem die Inflationsdynamik und wie kann umgekehrt das Steuersystem einen Beitrag zur Milderung dieser Dynamik leisten. Wenn wir uns die Ausgangseinkommensverteilung mal ansehen, da sehen Sie in Blau die Arbeitnehmer, Orange, beispielhaft, aber nicht so weit weg von der Realität, die Unternehmen, Grau den Staat. Und nun haben wir eine Krise wie durch den Angriff auf die Ukraine, die entsprechende Energiepreise, die aus dieser Einkommensverteilung ein Loch herausstanzt. Und nun versucht anschließend jede Gruppe, das Loch den anderen Gruppen zuzuschieben, um selbst weniger belastet zu sein. Und hier kommen jetzt Steuern ins Spiel, weil Steuern beeinflussen, wie viel jede Gruppe entsprechend verliert. Über welche steuerlichen Problematiken werde ich sprechen? Wir haben zwei grundsätzliche Probleme, nämlich die Scheingewinnbesteuerung, die Kapitalgesellschaften und bilanzierende Personenunternehmen trifft. Und wir haben die kalte Progression, die bilanzierende Personenunternehmen und Arbeitnehmer, also alle Einkommensteuerpflichtigen trifft. Ich werde mich fast ausschließlich auf die Scheingewinnbesteuerung konzentrieren und die kalte Progression nur mit einem einzigen Satz ansprechen. Was bedeutet Scheingewinnbesteuerung? Wenn ein Unternehmen ein bestimmtes Kapital einsetzt, hier auf der Ordinate ein Eigenkapital von 100 und darauf eine bestimmte Rendite erzielt, zum Beispiel hier auf der Abszisse eine Eigenkapitalrendite von 12%, dann hätte es 100 mal 12% ist ein Gewinn von 12. Das heißt, das blaue Viereck hier wäre entsprechend der Gewinn des Unternehmens. Wenn wir jetzt aber berücksichtigen, dass möglicherweise eine Inflationsrate von 8% besteht, wir haben derzeit so zwischen 9% und 10%, die Experten streiten sich drum, wo wir gerade sind, dann ist der reale Gewinn nur noch etwa 4%.
Und 8% sind kein realer Gewinn, sondern das ist ein inflationsbedingter Scheingewinn, kein echter Gewinn, sondern lediglich durch die Geldentwertung entstanden. Wenn jetzt aber trotzdem der gesamte Gewinn besteuert wird, dann bedeutet das, es werden Steuern auf den realen Gewinn bezahlt, zugleich werden aber auch Steuern auf Scheingewinne bezahlt. Und es kann sein, hier kann man sich das grafisch schon vorstellen, dass der reale Gewinn nach Steuern, das Viereck oben rechts, das blaue, nicht ausreicht, um die Steuern auf die Scheingewinne, das hellrote Viereck unten links, auszugleichen. Was bedeutet das konkret? Ich habe hier einmal angenommen, dass ein Unternehmen eine nominale Rendite von 12% erzielt. Wie groß ist die reale Rendite vor Steuern? In Abhängigkeit von der Inflationsrate, die Sie auf der Abszisse haben. Bei 12% Inflationsrate ist die reale Rendite dann zwangsläufig gleich null. Die reale Rendite nach Steuern ist aber bereits bei gut 8% gleich null. Das kann man auch in einen Steuersatz umrechnen. Den habe ich einmal Real Effective Tax Rate genannt. Wahrscheinlich gibt es den Begriff auch schon irgendwo, aber ich habe ihn noch nicht entdeckt. Und diese realen Steuersätze, also die Minderung der realen Rendite durch Besteuerung, sind tatsächlich auch bei unseren jetzigen Inflationsraten exorbitant. Wir hatten eben ein Unternehmen gesehen mit einer Eigenkapitalrendite von 12%. Das ist dieses orangene Unternehmen in der Mitte. Dieses orangene Unternehmen zahlt bei einer Inflationsrate von 8% real gesehen 100% Steuern. Es muss also den gesamten realen Gewinn nach Steuern dafür aufwenden, um die Steuerzahlung zahlen zu können. Es bleibt real nichts mehr übrig. Und ein Punkt, der mich auch ein bisschen überrascht hat, der Effekt sinkt mit steigender Eigenkapitalrendite, was bezüglich des Tarifverlaufs ganz merkwürdige Implikationen verursacht. Schauen Sie sich an, hier beispielsweise eine Inflationsrate von 4%. Dann hat das Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite, gelb 16% Eigenkapitalrendite, eigentlich eine relativ normale Steuerbelastung. Das Unternehmen mit niedriger Eigenkapitalrendite, rot, Eigenkapitalrendite nur 8%, hat dagegen eine reale Steuerbelastung schon von etwa 70%. Und das bedeutet, der Tarifverlauf, real gesehen, ist regressiv. Das heißt, die Steuersätze sinken mit steigender Eigenkapitalrendite für Unternehmen durch diesen Inflationseffekt. Klar, wenn ich nur ein Eigenkapital von einem Euro habe und eine fantastische Rendite darauf, dann habe ich keine Inflationsproblematik dadurch, ne? Die Unternehmen werden jetzt versuchen, diese steuerliche Zusatzbelastung weiterzugeben und zum Beispiel versuchen, die Preise zu steigern. Umsatzsteigerungen alleine, wie wir sie im Einzelhandel nominal betrachtet haben, werden dafür nicht ausreichen. Denn erstens real gesehen reichen diese Umsatzsteigerungen von zum Beispiel im Einzelhandel 8,2% nicht mal aus, um die Inflationsrate auszugleichen. Aber es sind ja nicht nur die Umsätze, sondern die Kosten steigen natürlich auch parallel. Was bedeutet das für konkrete Unternehmen? Ich habe mir ein spezielles Unternehmen einmal angesehen. Das ist in diesem Fall ein Großhändler für EDV-Teile oder so. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Man sieht, die oberste Linie in hellblau ist die Eigenkapitalrendite nominal vor Steuern. Dunkelblau darunter ist die Eigenkapitalrendite real vor Steuern und man sieht auf der rechten Seite einen deutlichen Einbruch, das heißt die reale löst sich von der nominalen Eigenkapitalrendite, das ist der Effekt der Inflation. In orange sieht man jetzt die nominale Eigenkapitalrendite nach Steuern, das sind noch 8,5% im Jahr 2022, das reicht real aber nicht mehr aus, um noch einen Gewinn zu machen. Das ist geringer als die Inflationsrate. Das heißt, die reale Eigenkapitalrendite sinkt für das Unternehmen in den negativen Bereich. Wie viele Unternehmen trifft eine solche Problematik? Ich habe Ihnen hier einmal die Einkommensverteilung beispielhaft aller deutschen Kapitalgesellschaften von 2019 bis 2021 dargestellt. Sie sehen, die meisten sind so zwischen knapp negativ und plus 50% Eigenkapitalrendite. Das ist die Eigenkapitalrendite vor Steuern.
Den inneren Bereich zwischen minus 25 und plus 50% vergrößere ich jetzt noch mal ein bisschen. Das sind also die Mehrzahl der Unternehmen, die hier drin sind. Ne? Zwischen minus 25 und plus 50% Eigenkapitalrendite vor Steuern. Da sind auch, wenn Sie in der Beratung tätig sind, viele Ihre Mandanten in dieser Grafik enthalten irgendwo, ne? Und haben dazu beigetragen. Ne? Wenn wir jetzt eine angenommene Inflationsrate von 10% haben, ungefähr den Wert, den wir 2022 hatten, dann kann man sagen, all diese Unternehmen bis zu einer Eigenkapitalrendite von 25% haben eine reale Steuerbelastung über 50%. Diese Unternehmen, das sind auch noch eine ganze Menge, ne? Das werden Zehntausende von Unternehmen sein, haben eine reale Steuerbelastung über 100%. Das heißt, der reale Gewinn reicht nicht aus, um die Steuern zahlen zu können. Und diese Unternehmen haben real Verluste gemacht. Sie haben nicht mal so viel verdient, wie die Inflationsrate ist, und müssen trotzdem Steuern zahlen. Sie sehen, es sind unglaublich viele Unternehmen davon betroffen. Das ist also ein Problem, was weit verbreitet ist derzeit. Warum? Weil das Nominalwertprinzip faktisch eine Steuer auf die Inflation ist. Und die Unternehmen werden natürlich versuchen, diese Steuer auf ihre Kunden zu überwälzen. Es gibt eine aktuelle Untersuchung aus dem IMF, die sagt, dass der negative Einfluss der Unternehmenssteuer auf Anlageinvestitionen mehr als doppelt so stark ist, wenn die Inflation von 2% auf 10% steigt. Das passt genau in dieses Bild. Es gibt auch einige Literaturmeinungen, dass das Nominalwertprinzip nicht mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip in Verbindung steht. Hier kann man so ein bisschen leicht die Kölner Schule erkennen, ne? Wenn man das so zusammensieht. Die Argumente pro Nominalwertprinzip, die auch schon Gröpel widerlegt hat, sind, es gebe Verlässlichkeit, Rechtssicherheit durch Vorhersehbarkeit der Steuerbelastung. Dieses Argument halte ich für Unsinn, denn ich möchte Verlässlichkeit bezüglich meiner realen Belastung haben, nicht bezüglich meiner nominalen Belastung. Und es wird die Gefahr des Anheizens der Inflation durch die Indexierung genannt. Meine These ist genau das Gegenteil ist richtig. Die Nicht-Indexierung heizt die Inflation an. Und eine Indexierung würde die Inflation bremsen. Und Verwaltungsvereinfachung wird heute sowieso niemand mehr ernsthaft behaupten, ne? Kleine Randbemerkung, eine Kombination beim Nominalwertprinzip zu bleiben und gleichzeitig temporäre Investitionsbegünstigungen zu machen, so Superabschreibungen oder sowas, halte ich für äußerst fragwürdig. Also auf der einen Seite alle Unternehmen erstmal einer Überbesteuerung zu unterwerfen und andererseits andere bestimmte Unternehmen dann wieder zu begünstigen, weil sie sich wohlverhalten, ist mit meinem Verständnis einer vernünftigen Steuer nicht vereinbar. Ich schlage stattdessen vor eine Übergewinnsteuer. Hier ist nochmal der Gesamtgewinn eines Unternehmens mit 12% Eigenkapitalrendite. Wenn die Inflationsrate beispielsweise 8% ist, dann sollte nur der reale Gewinn 4% besteuert werden und in Höhe von 8% sollte es einen Betriebsausgabenabzug geben, der technisch auf unterschiedliche Weisen gewährleistet werden kann. Die Steuer wäre dann tatsächlich nur noch auf den realen Gewinn, den man auch als Übergewinn bezeichnen könnte. Der Tarifverlauf würde dann so aussehen, bis 8% Eigenkapitalrendite würde ich keine Steuern zahlen und über 8%, wenn das der derzeitige Inflationssatz ist, würde ich Steuern zahlen. Wir hätten dadurch erhebliche Aufkommensverluste. Allerdings, diese Aufkommensverluste sind eigentlich nur ein Ausgleich dessen, dass wir jetzt gerade erhebliche Aufkommenssteigerungen nur durch die Inflation haben, durch die Steuer auf die Inflation. Wenn man aber sagt, diese Aufkommensverluste sind nicht zu akzeptieren, dann könnte man sich alternativ auch vorstellen, dass man das Ganze ausgleicht durch einen höheren Tarif. Ich habe hier mal 40% gegriffen, das ist aber noch nicht wissenschaftlich fundiert, oder sogar durch eine Progression für die Unternehmen, die wieder diverse Nachteile hätte. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass wenn man mal so etwas hätte, einen höheren Tarif und die Inflation wieder runtergeht, dass nicht gesichert ist, dass der Tarif auch wieder runtergeht. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, das zu verknüpfen. Zu sagen, bei 8% Inflationsausgleich steigt der Körperschaftsteuersatz für diese Zeit auch um 8%. Ist das für die Unternehmen ein Nachteil? Ich habe mal diese progressive Steuer hier mal angeschrieben.
Und hier sieht man, dass selbst bei 25% Eigenkapitalrendite die Unternehmen immer noch weniger Steuern zahlen würden, als sie derzeit zahlen. So, aus Zeitgründen werde ich auf die Berücksichtigung von Fremdkapital und das Verhältnis zur Debra hier nicht mehr eingehen und auch auf die praktische Umsetzung nicht. Ein Punkt vielleicht nur, nämlich auch für die Verlustvorträge, Zinsvorträge und Ähnliches gilt, dass sie durch die Inflation entwertet werden. Auch für solche Vorträge wäre es selbstverständlich notwendig, sie mit der Inflationsrate entsprechend zu indexieren. Die Einzelprobleme, insbesondere Vermietung und Verpachtung, sprechen wir ja nachher noch an. Damit komme ich zur Besteuerung vom Arbeitseinkommen. Und hier noch nur zwei kurze Stichworte. Erstens zur kalten Progression, Tarif auf Rädern. Die Verlässlichkeit ist auch für die Tarifpartner notwendig, weil ansonsten, wenn die Tarifpartner nicht wissen, ob die kalte Progression demnächst wieder ausgeglichen wird, sie bestimmte Risikozuschläge in ihre zum Beispiel Lohnforderungen einrechnen werden. Und zweiter Punkt, ich habe eine große Sympathie für diese Inflationsausgleichsprämie, auch wenn sie äußerst fragwürdige Verteilungsfolgen hat, weil man, je mehr man verdient, desto größere Vorteile man hat, auch weil sie sehr selektiv trifft. Wenn das Ziel tatsächlich ist, die Inflation zu begrenzen, dann ist das, glaube ich, trotz allem eine sehr gute Maßnahme. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Steuern können die Inflation beschleunigen. Das Nominalwertprinzip führt zu einer Besteuerung der Inflation, die schädlich ist. Und der Lösungsvorschlag, den ich gebracht habe, ist eine Übergewinnsteuer auf den realen Gewinn, der über den Scheingewinn hinausgeht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hunsdörfer. Wir werden... Ja, also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass du das in der Zeit gehalten hast. Aber es wird sofort Herr Waldhoff anschließen, die verfassungsrechtlichen Implikationen. Bitteschön. Ja, und das bedeutet, es wird ganz anders. Die Frage nach dem verfassungsrechtlichen Rahmen für Besteuerungsvorgänge in Zeiten ausgeprägter Geldentwertung muss, will sie grundsätzlich ansetzen, mit der Funktion des Geldes und des Geldwerts im Steuerstaat ansetzen. Die klassische Frage ist diejenige nach einer staatlichen Pflicht zur Geldwertstabilität. Mag die Geldverfassung im Grundgesetz auch bescheiden daherkommen, haben wir immerhin mehrere ausdrückliche Ansatzpunkte im Grundgesetztext, die Geldwertstabilität irgendwie einfordern. Seit der Änderung im Zuge der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist der Bundesbankartikel, das war vorher gar nicht so, ausdrücklich jetzt auf Geldwertstabilität geeicht. Das korrespondiert mit dem Artikel 127a EUV, den das Bundesverfassungsgericht hatte im Maastricht-Urteil ja auch gesagt, Deutschland dürfe nur beitreten, wenn die Geldwertstabilität gesichert sei. Und schließlich das alte gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht aus den 1960er Jahren, wo die Geldwertstabilität ja zumindest ein Faktor unter mehreren ist. Die eigentliche Hauptdiskussion kreiste jedoch jahrelang darum, ob aus der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie, also aus Artikel 14 Grundgesetz, Geldwertstabilität folgen könne. Und das würde ja auf die Spitze getrieben bedeuten, dass man die vielleicht sogar einklagen könnte. Im sogenannten Euro-Einführungsbeschluss, das ist nicht das Maastricht-Urteil, aber eine Folgeentscheidung des Maastricht-Urteils des Bundesverfassungsgerichts, hat der zweite Senat immerhin unter der Federführung von Paul Kirchhoff das relativ klar abgelehnt. Ich habe Ihnen hier ein etwas ausführlicheres Zitat an die Wand geworfen und darf das gerade vorlesen. Allerdings, so schreibt das Gericht, ist der Geldwert in besonderer Weise gemeinschaftsbezogen und gemeinschaftsabhängig. Er bildet sich im Rahmen der staatlichen Währungshoheit und Finanzpolitik wesentlich auch durch das Verhalten der Grundrechtsberechtigten selbst, insbesondere über Preise, Löhne, Zinsen, wirtschaftliche Einschätzungen und Bewertungen. Der Außenwert des Geldes folgt aus der Beziehung des nationalen Geldes zu anderen Währungen und deren staatliche, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen.
In diesen Abhängigkeiten kann der Staat den Geldwert nicht grundrechtlich garantieren. Wie Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz beim Sacheigentum nur die Verfügungsfreiheit des anbietenden Eigentümers, nicht aber die Bereitschaft des Nachfragers gewährleisten kann, so kann das Grundrecht des Eigentümers auch beim Geld nur die institutionellen Grundlagen und die individuelle Zuordnung gewährleisten. Soweit dieses etwas längere Zitat. Ohnehin hätte es ja in diesem Zeitpunkt auch nur noch um das Handeln der deutschen Vertreter im europäischen System der Zentralbanken, also in den EU-Organen, gehen können. Was bleibt also vom verfassungsrechtlichen Status des Geldes in unserer Rechtsordnung, speziell in Bezug auf Besteuerungsvorgänge? Meines Erachtens ist Geld, und zwar funktionsfähiges Geld, eine Verfassungsvoraussetzung, auf der große Teile der Verfassungs- und Wirtschaftsordnung aufbauen. Für die Finanzverfassung und damit auch für die Besteuerung ist das völlig offenkundig. Verfassungsvoraussetzung ist eine Kategorie mit Reservefunktion. Droht die Funktionsfähigkeit des Geldes zu schwinden, könnten sich im Extremfall daraus sogar Ansprüche ergeben. Für den Normalfall jedoch, das heißt die Situation der Nicht-Hyperinflation, wie ich sie für die Gegenwart immer noch sehen würde, den Normalfall, erwartet die Verfassungsordnung funktionsfähiges und damit im Kern auch stabiles Geld, kann das jedoch nicht garantieren. Als Zwischenergebnis kann hier schon einmal festgehalten werden, dass die Geldwertstabilität erstaunlich häufig im Verfassungstext vorkommt, freilich als nicht einklagbare Staatszielbestimmung. Das Grundrecht der Eigentumsgarantie kann aus den gebrachten Überlegungen hier wenig weiterhelfen und kommt bei mir auch nicht mehr vor. Was hat es jetzt für Rechtsprechung zum Nominalwertprinzip, also zur Zinsbesteuerung, insbesondere in inflationären Zeiten, gegeben? Steuerpflichten sind stets Geldzahlungspflichten. Das heißt, der in hohem Maße abstrahierte Wertmaßstab des Geldes ist das Substrat jedes Besteuerungsvorgangs. Realer Wert wird durch Zahlen ersetzt oder genauer abgebildet. Das war beim Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft ein eminenter Rationalisierungsvorteil, von dem wir noch heute zehren. Eingekauft war damit freilich das Problem möglicher Geldentwertung, das heißt des Auseinanderfallens von Realwert und Nominalwert. Unsere gesamte Wirtschafts-, Rechts- und Steuerordnung beruht auf diesem Nominalwertprinzip, das heißt des Vorrangs des Nominalwerts für den Wirtschaftsverkehr und für Rechtsgeschäfte bis hin zur Besteuerung. 1967 hatte der BfH noch geirrlichtert, wenn er erklärte, das Nominalwertprinzip sei derart grundsätzlich, dass darüber überhaupt nicht diskutiert werden dürfe. Das ist natürlich Quatsch. Das Bundesverwaltungsgericht blieb in den 1970er Jahren nicht weit unter dieser quasi Heiligsprechung zurück, wenn es den Nominalismus als, Zitat, staatstragend einordnet und die seinerzeit in § 3 Währungsgesetz enthaltene Genehmigungspflicht für Wertgleitklauseln rechtfertigte. Meines Erachtens stellt das Nominalwertprinzip nicht mehr und nicht weniger als eine kaum explizierte, jedoch fundamentale Entscheidung der Rechtsordnung in allen ihren Zweigen dar, um die Rationalität, die der Geldwirtschaft und die Geld als Zahlungsmittel mit sich bringen, für das Recht fruchtbar zu machen. In den Worten eines Kammerbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus 1989, Zitat, das Nominalwertprinzip ist weder ein Verfassungsprinzip, noch ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip die Unwirksamkeit der angegriffenen Regelung. Es ging um die Indexierung einer kommunalen Zweitwohnungssteuer. Immer noch Zitat, im System einer modernen Volkswirtschaft, die notwendig eine Geldwirtschaft ist, stellt das Nominalwertprinzip ein tragendes Ordnungsprinzip der geltenden Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik dar. Ende des Zitats. Die Indexierung wurde im Ergebnis, die steuerliche Indexierung, nicht beanstandet. Gleichwohl ist das Nominalwertprinzip nicht verfassungsrechtlich gefordert. Es ist schlicht häufig sinnvoll, in der Sache wohl auch gar nicht so einfach zu ersetzen, weil wirklich praktikable Alternativen kaum sichtbar sind. Es handelt sich also um eine Systementscheidung, um eine implizite Systementscheidung des Gesetzgebers, vor allem im Zivilrecht, aber auch im staatlichen Abgaben- und Leistungsrecht, also in allen zahlengeprägten oder zahlengebundenen Rechtsgebieten, die auf Geld als Substrat oder als Steuerungsmedium aufbauen. Eine gewisse Entspannung im Umgang mit diesem Prinzip zeigt etwa der zivilrechtliche Übergang von der Rigidität des ja auch auf das Jahr 1948 zurückgehenden Währungsgesetzes,
im Vergleich mit seinem Genehmigungserfordernis in § 3 zum jetzt seit 2007 geltenden differenzierten Preisklauselgesetz, wo sehr, sehr viel möglich, mehr möglich ist an Indexierung. Die zentrale und ausführliche Senatsentscheidung aus Karlsruhe stammt aus dem Jahre 1978 und befasste sich mit der Zinsbesteuerung bei Geldentwertung bezogen auf die Jahre 1971 bis 1974. Sie trennt klar zwischen der Entwertung des Kapitalstamms, der natürlich durch Geldentwertung eintritt, und der Zinsbesteuerung als solcher. Die Kapitalerhaltung, so der erste Senat damals, sei kein Problem der Einkommensbesteuerung. Zurückgewiesen wird auch eine angebliche Differenzierungspflicht zwischen Sach- und Geldvermögen als Quelle der Einkünfte, weil nur Geldvermögen einem Entwertungsrisiko unterliege. Auch Sachvermögen könne aus den unterschiedlichsten Gründen Wertverluste erleiden. Hauptprüfungsmaßstab ist dann kaum überraschend der allgemeine Gleichheitssatz des Artikel 3 Absatz 1. Freilich, wir befinden uns im Jahr 1978 in dem damals relativ laxen Prüfungsmaßstab, das sogenannte Willkürverbot. Der Spitzenzinssatz zwischen 1971 und 1973 war übrigens 7%, also gar nicht so weit entfernt von dem, was wir zurzeit erleben. Auch hier ein etwas längeres Zitat, die zentrale Textstelle. Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass im Interesse der Rechtssicherheit Bewegungen im Preisniveau in gewissem Umfang in Kauf genommen werden müssen. Der Gleichheitssatz wäre nur dann verletzt, wenn bei einem Vergleich der verschiedenen Einkunftsarten unter Beachtung des Prinzips der Gleichmäßigkeit der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit die Entwicklung der Besteuerung der Zinsen zu einem mit der Steuergerechtigkeit nicht mehr vereinbaren Ergebnis geführt hätte, sodass der Gesetzgeber die Grenze seiner Gestaltungsfreiheit verletzt hätte. Ende des Zitats. Wenn man das Ganze systematisch angeht, so kann man feststellen, es gibt im Grunde drei große Baustellen bei dem Punkt Besteuerung in Inflationszeiten, nämlich die kalte Progression bei der Einkommensteuer, auf die ich mich konzentrieren werde, das vielleicht schwierigere und vielleicht auch relevantere Problem der Scheingewinnbesteuerung, das auf dem Podium noch ausführlich behandelt werden wird, das ich deshalb hier ausklammere. Und vielleicht das kleinste Problem, diese ganzen Verzinsungsfälle im Steuerschuldrecht. Da könnte man natürlich, wie es ja in vielen Zivilrechtskonstellationen möglich ist, über irgendeinem realistisch bestimmten Basiszins Zuschläge machen und könnte das relativ leicht lösen, sodass ich da auch nicht wirklich näher drauf eingehen möchte. Bei der Frage der kalten Progression, der ich mich jetzt abschließend zuwenden werde, fehlt das Zeitelement hinsichtlich der Wertentwicklung, wie das bei den Scheingewinnen ja die zentrale Fragestellung ist. Denn die Relation von Nominalwert und Realwert wird nur im selben Zeitpunkt erfasst, dem des konkreten Steuerzugriffs. Das Zeitelement besteht demgegenüber hier meines Erachtens darin, dass das Steuergesetz, konkret also die Festlegung des Tarifs, mit dieser Entwicklung nicht koordiniert erscheint. Zur Präzisierung möchte ich dabei in Anlehnung an die Wirtschaftswissenschaften eine kalte Progression im engeren und im weiteren Sinn unterscheiden. Bei Vorliegen eines progressiven Tarifs bewirkt nämlich jede Einkommenssteigerung, etwa jede Lohnerhöhung, eine Steigerung sowohl des Grenz- als auch des Durchschnittssteuersatzes. Kalte Progression im engeren Sinne, und nur um die kann es hier natürlich gehen, ist dann diejenige, die allein durch Inflation entsteht. Nur darum lohnt es sich hier zu unterhalten. Verfassungsrechtlicher Anker der Befürworter einer Verfassungspflicht zum Ausgleich der kalten Progression ist das systematische und verfassungsrechtliche Zentralproblem der deutschen Steuerrechtsordnung, nämlich das Leistungsfähigkeitsprinzip, das Prinzip der Besteuerung nach der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ich zitiere mal eine Äußerung des Bundes der Steuerzahler aus dem letzten IFO-Report. Zitat: Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an realen Werten orientieren. Das liegt auf der Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen inflationsbedingt verdoppelt, bedeutet dies selbstverständlich keine Verdoppelung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Nur bei real steigenden Einkommen, bei wachsender Leistungsfähigkeit also, lässt sich eine höhere Besteuerung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen. Ende des Zitats. Bund der Steuerzahler. Dann taucht auch das etwas unterkomplexe Postulat prinzipientreuer und fairer Besteuerung auf, bevor der Text das Ganze als finanzwissenschaftliche Forderung ausgibt. Alle diese Forderungen
gehen meines Erachtens von einer der gesamten Steuerordnung vorgelagerten Leistungsfähigkeit aus, also von einer Art Gesamtleistungsfähigkeit des einzelnen Steuerpflichtigen. Das ist meines Erachtens für ein verfassungsrechtlich operationalisierbares Prinzip jedoch unterkomplex, birgt die Gefahr, dass das Leistungsfähigkeitsprinzip zur Wunschtüte für alles und nichts zu werden droht und trägt deshalb meines Erachtens mit zur Delegitimierung dieses eigentlich sehr wichtigen und guten Prinzips, zumindest in seiner verfassungsrechtlichen Dimension, bei. Deshalb möchte ich das Leistungsfähigkeitsprinzip für die progressive Einkommensteuer, nur über die kann ich hier reden, etwas näher konturieren und dann sieht das Ganze schon anders aus. Das Leistungsfähigkeitsprinzip verwirklicht sich in der Vielsteuerordnung des Grundgesetzes für jede Steuerart gesondert. Die in der bundesstaatlichen Finanzverfassung aufgeführten Steuerarten indizieren je nach Ansicht der Verfassungsgeber je unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Mit der Auswahl des Steuergegenstandes, und hier ist ja der Steuergesetzgeber nach Karlsruher Rechtsprechung besonders frei, ist das Einkommen, das Vermögen, der Konsum und so weiter als Leistungsfähigkeitsindikator erfasst. Erst damit erfolgt eine gewisse Selbstbindung des jeweiligen Steuergesetzgebers, die durch das Leistungsfähigkeitsprinzip als sachbereichsspezifische Konkretisierung des Gleichheitssatzes aufgefangen wird. Indikator für die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei der hier allein interessierenden progressiven Einkommensteuer ist das Steuerobjekt dieser Steuer, das heißt das durch das Gesetz näher definierte Einkommen. Der Realitätsbezug dieser Form von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit liegt dann darin, dass das tatsächliche Einkommen, das heißt das Ist-Einkommen, gemeint ist, nicht etwa irgendein potenzielles Einkommen. Die steuerverfassungsrechtliche Judikatur aus Karlsruhe hat einen spezifischen Realitätsbezug in zwei Konkretisierungen beim Einkommensteuerrecht hergestellt. Bei allen Fragen des steuerlichen Existenzminimums kommt es natürlich auf Realitätsgerechtigkeit an, da das Existenzminimum nicht an Zahlen hängen kann. Da werde ich gleich noch etwas näher drauf eingehen. Und in der ersten Zinsbesteuerungsentscheidung von 1991 wurde zu Recht betont, dass es bei der Gleichheitsprüfung auf die Gleichheit im Belastungserfolg ankomme. Das richtete sich seinerzeit profiskalisch gegen die Nichterfassung verborgener Zinseinkünfte bei einem Großteil der Steuerpflichtigen, war von vornherein jedoch an das Vorliegen sogenannter struktureller Vollzugsdefizite geknüpft und ist deshalb nicht verallgemeinerbar. Das Abstellen auf den tatsächlichen Belastungserfolg, das heißt das Reale, ist also für unsere Fragestellung meines Erachtens nicht heranzuziehen. Von diesen Fällen abgesehen bedeutet der Rückgriff auf die steuerliche Leistungsfähigkeit innerhalb der Einkommensteuer jedoch nicht die Möglichkeit auf eine hinter den Zuflüssen stehende oder diese vermindernde wahre oder wirkliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Maßstab zurückgreifen zu können. Das Einkommen in Form tatsächlicher Zuflüsse ist insofern unhintergehbar. Insbesondere die Wertentwicklung der wirtschaftlichen Quellen, aus denen die Einkünfte fließen, ist damit grundsätzlich, wenn nicht ausgeschlossen, so doch zumindest nicht verfassungsrechtlich gefordert. Anderes gilt, ich habe das schon angedeutet, für verfassungsrechtlich determinierte Abzugsbeträge. Das heißt vorrangig die Freistellung des inzwischen über Artikel 6 Grundgesetz auf sämtliche Familienmitglieder ausgedehnte steuerliche Existenzminimum. Kaum zufällig wird dieses jedoch nicht ausschließlich aus dem Gleichheitssatz, sondern ergänzend aus der Menschenwürdegarantie und dem Sozialstaatsprinzip hergeleitet. In der Steuerpraxis wird diese Größe periodisch mit Hilfe des Existenzminimumberichts auch angeglichen. Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber nach unten besteht hier nicht. Im ersten Hartz-IV-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht entsprechende Anforderungen an die positive Gewährung von existenzsichernden Sozialleistungen gestellt. Die meisten einkommensteuerlichen Abzugsbeträge sind jedoch keinesfalls in gleicher Weise verfassungsrechtlich determiniert. Sofern sie durch eine Steuererklärung oder durch das Geltendmachen außergewöhnlicher Belastungen ohnehin in Anführungszeichen korrigiert werden können, wie etwa beim Arbeitnehmerpauschbetrag oder beim Behindertenpauschbetrag, ist das Problem ohnehin auch entschärft. Es bleiben Sozialzweck, das heißt Lenkungsnormen, übrig sowie endgültige Pauschalierungen, die der Vollzugsvereinfachung dienen. Beiden Gruppen ist gemeinsam, dass sie sich hinsichtlich ihres Zwecks im Rahmen einer
Verhältnismäßigkeitskontrolle legitimieren können und auch legitimieren müssen. Sonderabschreibungen oder die Steuerfreistellung bestimmter Einkünfte, beispielsweise Übungsleiterpauschale, sind nicht von Verfassungswegen gefordert, sondern im Kern politische Entscheidungen des Steuergesetzgebers. Anders als Fiskalzwecknormen ist hier eine Relationierung mit den verfolgten Zielen im Sinne einer Verhältnismäßigkeitsprüfung grundsätzlich möglich. In dem Maße aber, in dem der festgelegte Abzugsbetrag nicht an die Geldentwertung angepasst wird, schwindet auch die Lenkungsfunktion der Norm. Im Extremfall könnte dies zur Ungeeignetheit des verfolgten Zieles führen. Das wäre verfassungsrechtlich nicht irrelevant, weil es sich regelmäßig bei diesen Tatbeständen um Durchbrechungen einer Gleichheits-, das heißt leistungsfähigkeitsgerechten Besteuerung handelt. Auf der anderen Seite schwächt sich dann jedoch auch die Durchbrechung einer leistungsfähigkeitsgerechten Besteuerung wiederum ab durch die Geldentwertung. Ob diese Wirkungen sich synchron verringern, wird im konkreten Fall eine nicht einfach zu beantwortende Frage sein. Viel Hoffnung auf das verfassungswidrig Werden nicht der Inflation angepasster steuerlicher Lenkungsnormen sollte man angesichts der großen Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts, die ich kritisch sehe, hinsichtlich der Geeignetheit von Lenkungsnormen sich freilich nicht machen. Schließlich noch zu den Abzugsbeträgen aus Vereinfachungsgründen, den Pauschalierungen. Der Steuergesetzgeber muss wie jeder Gesetzgeber schon aufgrund der Schaffung von generell abstrakten Regelungen verallgemeinern. Im Steuerrecht als Massenfallrecht gilt das in besonderem Maße. Voraussetzung ist freilich, dass der wirklich typische Fall erfasst wird. Genau dies kann sich angesichts kontinuierlicher Geldentwertung verschieben. Der typische Fall kann, er hat sich entfernt sozusagen, kann damit verfehlt werden. Die Geeignetheit im Rahmen, die auch hier vorzunehmende Geeignetheitsprüfung im Rahmen der Rechtfertigungsprüfung gerät unter Druck. Der in Bezug auf die kalte Progression als Inflationsfolge übrig bleibende steuerverfassungsrechtliche Ansatzpunkt ist damit der Vergleich der unterschiedlichen Einkunftsarten, und zwar unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Gleichbehandlung von Ungleichen. Das ist ein weites Feld, da werden wir heute auch noch etwas zu hören. Also mein Fastabschlussfazit ist: Eine Tarifanpassung ist möglich und wäre auch nicht, wenn sie richtig gestaltet wäre, verfassungswidrig. Sie ist aber verfassungsrechtlich, meines Erachtens zumindest aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip, für den echten Fiskalzweck nicht herzuleiten. Ob das dann diskretionär oder automatisiert erfolgt, ist vor allem eine Frage der Politökonomie. Und ganz zum Abschluss noch ein Hinweis auf das Staatsorganisationsrecht. Das Ganze hat auch eine demokratieverfassungsrechtliche Komponente. Das ist jetzt ein anderes Zeitproblem. Die Steuergesetze sind bei uns ja im Prinzip, theoretisch zumindest, dauerhafte Gesetze. Die Auswirkungen des jeweiligen Steuergesetzes und damit auch des Einkommensteuertarifs sind zur Schaffung desselben prognostizierbar, bekannt und Gegenstand der politischen Entscheidung. Wenn jetzt Geldentwertung in erheblichem Umfang einsetzt, gelten diese Parameter nicht mehr. Aber auch dieses Problem ist natürlich teilentschärft, weil es dem Gesetzgeber jederzeit frei steht, nachzusteuern und nachzujustieren, sodass man meines Erachtens auch aus diesem Ansatzpunkt nicht wirklich Honig schöpfen wird können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christian Waldhoff, für, das muss man sagen, diesen verfassungsrechtlichen, allerdings weiten Rahmen, über den wir gleich auch noch diskutieren werden, denke ich. Und jetzt kommen wir in die Politökonomie, wenn man so will. Herr Mayer, Sie haben jetzt das Wort und können mal den österreichischen Entwurf, der dann Gesetz geworden ist, zur Bekämpfung der Inflation hier mal vorzustellen. Und das ist, glaube ich, für uns alle interessant. Bitte schön. Ja, Herr Seher, vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung. Heute habe ich aus Österreich einen großen Rucksack mit Steuermaßnahmen mit. Wenn man so auf das letzte Jahr blickt, hat sich da etwas ereignet, was es bisher noch nicht gegeben hat. In Österreich spricht immer von größten Steuerreformen der Zweiten Republik, das ist die wiedererlangte Republik nach 1945. Und Anfang des Jahres, nach so halbwegs überwundener Corona-Pandemie, hat die österreichische Bundesregierung
Volkspartei mit den Grünen, ein Prestigeprojekt verabschieden können, und das war die ökosoziale Steuerreform. Dann im Jänner auch wieder im letzten Jahr entsprechend mit Attributen belegt worden, größte Steuerreform der Zweiten Republik, netto Gesamtentlastung in Österreich bis zum Jahr 2025 18 Milliarden. Vereinfacht gesagt, können Sie mal 10 rechnen, nicht ganz, aber so in etwa, dass Sie eine Dimension bei dem Ganzen dann bekommen. Wir im Finanzministerium daraufhin haben einmal Zeit nehmen wollen zum Durchatmen. Nur diese Zeit war uns nicht gegönnt mit der Energie- und Inflationskrise. Dann hat Österreich einen ähnlichen Weg dann auch beschritten wie Deutschland. Ich habe jetzt so Überblicke gesehen, bei Corona hat Österreich noch etwas mehr Geld in die Hand genommen. Im direkten Vergleich bei der Energiekrise ist Deutschland etwas vorne. Österreich hat auch begonnen mit kurzfristigen Maßnahmen, die möglichst zielgerichtet ausfallen sollten, auch Steuermaßnahmen, Teuerungsabsetzbeträge, Teuerungsprämien, Klimaboni, das ist alles über Steuerrecht gelaufen. Da versuchte man relativ zielgenau, die massiv Belasteten zu entlasten. Nur eine Vielzahl von Maßnahmen, die auch zielgerichtet sein soll, erhöht natürlich die Komplexität. Sie können auf der Homepage des österreichischen Finanzministeriums das nachlesen. Wir haben es zusammengerechnet. Diese kurzfristigen Maßnahmen und auch die nächste Maßnahme in Summe haben in Österreich 32,7 Milliarden ausgemacht. Also das ist schon einmal ein Paket. Im Zuge dieser Diskussion, und deshalb habe ich Ihnen auch die Vorgeschichte mit der ökosozialen Steuerreform erzählt, im Zuge dieser Diskussion ist es aber gelungen, etwas Dauerhaftes und Strukturelles zu machen. Und auch die ökosoziale Steuerreform war von der Opposition immer damit belegt, kritisiert, auch medial, dass man ja nur die kalte Progression zurückgeben würde. Und das ist immer so ein versuchtes Killerargument bei großen Steuerreformen in der politischen Debatte. Ich habe dann im Parlament mit dem Herrn Finanzminister sitzen dürfen und wir haben das durchgerechnet mit damals noch niedrigen Inflationsraten, dass diese Entlastung natürlich weitaus höher war. Aber man bekommt es natürlich dann auch sehr, sehr schwer weg. Und Zeiten hoher Inflation sind natürlich auch Zeiten, wo grundsätzliche historische Maßnahmen gelingen können. Und das ist dann auch gelungen. In Österreich dauerhaft und strukturell wurde die kalte Progression auf österreichische Art und Weise abgeschafft. Das ist ein massiver Eingriff, weil bisher hat das Einkommensteuerrecht in Österreich mit einer kleinen Ausnahme immer dem Nominalwertprinzip gehorcht. Und im Steuertarif haben wir etwas, was Sie ganz früher hatten, ich glaube bis in die 50er Jahre, wir haben einen klassischen Stufentarif mit den entsprechenden Grenzbeträgen. Wir haben in Österreich keinen Formeltarif, aber auch aus Transparenzgründen. Wir haben dann den Auftrag bekommen von der Bundesregierung, die kalte Progression im Einkommensteuergesetz entsprechend abzuschaffen. Und die Juristen hinterfragen sich natürlich dann und fragen, welche Beträge sollen überhaupt angepasst werden, was unterliegt überhaupt der kalten Progression. Wir haben uns dann das ökonomische Schrifttum angesehen. Ich in meiner Steuerabteilung habe ja auch ein Referat mit Ökonomen. Also ich bin schon etwas geschult, so ein bisschen Hobbyökonome vielleicht. Und wenn man mit denen dann diskutiert, kommt man drauf, dann gibt es kalte Progression im engeren Sinne, im weiteren Sinne, im dritten Sinne, alles Mögliche findet man dann in der Diskussion. Der Jurist möchte natürlich präzise Definitionen, das ist ja unser Handwerk bei dem Ganzen. Und es war aber auch der Auftrag, man möge die kalte Progression abschaffen und die kalte Progression vor dem Hintergrund, dass eben das Einkommensteuerrecht einen progressiven Tarif kennt. In der Körperschaftssteuer haben wir einen linearen Tarif, der jetzt abgesenkt wird in 2 Stufen auf 23%. Gewerbesteuer haben wir in Österreich nicht. Und in der Einkommensteuer haben wir einen progressiven Tarif. Und deshalb war die Kernaufgabe, man möge die negativen Folgen eines progressiven Tarifverlaufs aufgrund der Inflation entsprechend wegnehmen. Und das ist aber auch ganz zentral. Wir sind angetreten, nicht das komplette Einkommensteuerrecht durchzuindexieren,
da hätten wir in andere Steuern auch reingehen müssen. Es gibt auch umgekehrte Inflationswirkungen, wenn Sie sich die Mengensteuern ansehen. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind gezielt ins Einkommensteuerrecht hineingegangen und sind auf den Tarif und die damit verbundenen Absetzbeträge losgegangen. Absetzbeträge, das kennen Sie so in Deutschland nicht, das sind Reduktionen von der Steuerschuld, die unmittelbar mit dem Tarif zusammenhängen. Es gibt jetzt einen neuen Paragraphen der Inflationsanpassung, das ist der Paragraph 33a, 33 ist der Tarif, und dort finden Sie auch eine klare Definition, was denn kalte Progression ist. Wir hängen uns da an dem Verbraucherpreisindex an und diese Differenz wird dann entsprechend durchgerechnet. Jetzt könnte man glauben, das ist eigentlich schon die Aufgabe, weil Abschaffung, Indexierung im Tarif ist eigentlich mehr oder weniger eine mathematische und weniger eine politische Übung. Nein, in Österreich ist es beides, weil die politische Lösung war dann, dass diese Inflationsrate, die errechnet wird, zu 2/3 in den Tarif unmittelbar hineingeht und 1/3 bleibt der Politik, bleibt der Bundesregierung, und mit diesem Drittel hat sie für Einkommensbezieher, vor allem Einkommensbezieher, dann entsprechende Entlastungsmaßnahmen zu setzen. Und wir haben diese Übung schon fürs Jahr 2023 gemacht und die 2/3 sind einfach so in den Tarif gegangen, alle Stufen 11.000, 18.000 und so hinauf. Bis auf die ganz hohe Grenze in Österreich gibt es dann noch einen Superspitzensteuersatz ab 1 Million Einkommen, der eine überschaubare Zahl an Steuerpflichtigen trifft. Der wird nicht angepasst, aber die anderen werden alle automatisch mit 2/3 angepasst. Und das verbleibende Drittel hat die Bundesregierung entschlossen, soll in die ersten 2 Tarifstufen hineingehen und auch die Absetzbeträge. Also da haben wir eine gewisse zusätzliche soziale Abfederung vorgenommen. Was ist jetzt das Zwischenfazit in Österreich? Bisher hat es in Österreich periodisch größte Steuerreformen der Zweiten Republik gegeben. War ganz nett, wenn ich in Deutschland war und über die größten Steuerreformen der Zweiten Republik in Österreich vortragen konnte. Das werde ich leider nicht mehr tun können, weil natürlich bisher die angelaufene kalte Progression sehr wohl auch Steuerreformen mitfinanziert hat. Jetzt haben wir eine automatische Indexierung im Steuertarif, die erfolgt dadurch zeitnah. Das ist natürlich ein massiver Vorteil von den bisherigen Steuerreformen, die in Österreich 2005 haben wir eine gehabt, 2009, 2015, jetzt die ökosoziale Steuerreform, ich habe mir das einmal so angeschaut, das war immer so im Abstand von 5 bis 6 Jahren, so quasi jede Bundesregierung wollte da eine massive Steuerreform dann setzen. Durch diesen Automatismus reagiert der Gesetzgeber natürlich zeitnah, zu 2/3 und 1/3 steht dann zur Verfügung für die Politik. Es ist sicher auch aus optischen Gründen bei künftigen Steuerreformen für eine Bundesregierung von Vorteil, dass sie sich auf die Maßnahmen selbst konzentrieren kann und nicht mehr argumentieren muss, dass möglicherweise mit einer großen Steuerreform nur die bisherige kalte Progression abgegolten wird. Es ist der österreichische Mittelweg. Wir konzentrieren uns hier auf den Steuertarif und mit 01.01.2023 wirkt bereits dieser neue Steuertarif. Danke. Ja, vielen Dank. Herr Mayer, ich werde nachher noch so ein paar Fragen, Verständnisfragen stellen. Aber Herr Diekmann, dann wollen wir mal gucken, was haben wir in Deutschland erlebt in der Zwischenzeit? In Deutschland haben wir natürlich einiges erlebt. Aber ich fange mal an und möchte mich erstmal bedanken für die guten Vorträge und interessanten Vorträge, die ja vieles gezeigt haben, was für uns auch Anregungen beinhaltet. Als Volkswirt habe ich so Erfahrungen sowohl mit großer Flughöhe als auch im Maschinenraum, sage ich mal, weil ich ja den Bericht zur Existenzminimum ein paar Mal selber mitmachen durfte und auch weiß, was sozusagen, wie das auch alles technisch zu machen ist, ist manchmal auch ganz gut, wenn man auch die Basis kennt in dem Ganzen. Und wenn ich mir die Situation anschaue, haben wir natürlich 2 Fragen. Eine große Frage ist, wie wirkt die Inflation auf das Steuerrecht, wie kann ich dies ausbreiten? Und dann die zweite Frage, die Herr Hundsdörfer ja auch zu Recht angemahnt hat, führt das jetzige Steuerrecht dazu, dass die Inflation verstärkt wird oder
wie kann das Steuerrecht die Inflation vielleicht verringern. Fangen wir mal an, das war erst einmal ja in diesem letzten Jahr etwas ganz Interessantes im Vergleich zu den anderen Jahren. Wir hatten ja viele Jahre, wo die Inflation de facto fast im Griff zu haben scheint. Wir hatten Raten von teilweise sogar negative Raten, das wäre auch interessant bei Herrn Hunsdörfer, das mal zu gucken, wie wir mit negativen Raten in dem System dann arbeiten, aber es ist auch möglich. Und dann tauchte jetzt eben dieses Problem auf, dass ganz schnell sich die Inflation verstärkt hat. Wir hatten also zwei Effekte. Wir haben die Erhöhung der Inflation gehabt und wir hatten in dem Jahr einen permanenten Anstieg der Inflationsrate, der sich erst am Mitte des Jahres stabilisiert hat. Und am Ende haben wir jetzt eine Rate von 6,9 gehabt. Auch das ist, wir wissen erst später, was wirklich die Inflationsrate ist, wenn wir das Ganze haben. Und wie kann man darauf reagieren? Und das andere ist, diese Inflation ist anders wie bei anderen Fällen. Sie ist nicht nur eine nachfragegetriebene Inflation, die häufig der Fall ist. Da wären wir gleich bei den Zinsen als die klassische Instrumentarium der EZB, die das anfasst. Und wir haben zusammen auch noch eine angebotsorientierte Inflation. Wir haben also Knappheiten. Und diese Knappheiten führen dazu, dass natürlich auch die Instrumentarien differenzierter sein müssen, mit denen man auf diese Inflation reagiert. Da reicht nicht nur einfach vielleicht die kalte Progression mit Hilfe von Anpassungen des Tarifs anzupassen, sondern man muss darüber hinaus mehr machen in diesem Kontext. Hallo, ich sehe gerade Bekannte. Das nächste ist, wie können wir jetzt darauf reagieren? Und ich glaube, da ist diese angebotsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik, die wir in letzter Zeit jetzt diskutiert haben, ein wichtiger Punkt. Das ist zumindest etwas, was wir angehen sollen und was wir machen müssen. Und das andere ist, dass die Steuerpolitik verhindert, dass die Lohnpreisspirale immer schneller angreift. Und auch das ist angegangen worden. Daraus ergeben sich für das letzte Jahr folgende Aufgaben. Die Anpassung wichtiger Elemente an die Preisentwicklung, dann die Durchbrechung der Lohnpreisspirale, da würde ich das Wort Inflationsprämie nehmen, bei allen Schwierigkeiten, die das Ganze beinhaltet, und dann eine steuerliche Angebotspolitik für mehr Investitionen, das ist eher unser Programm des Ministers für dieses Jahr, mal sehen, was wir dort erreichen werden. Herr Waldorf hat das schon dargestellt, ausführlich, das Existenzminimum muss grundsätzlich frei bleiben. Dafür gibt es bei uns entsprechende Existenzminimumberichte, die alle zwei Jahre auf den Markt gebracht werden. Das war bisher auch vom zeitlichen Rhythmus her, glaube ich, gut angebracht. Die Raten waren relativ stabil und deswegen konnte man das damit nutzen. Die Anforderung ist wie folgt: Das Existenzminimum muss sowohl für Kinder als auch für Erwachsene freigestellt werden. Es ist aber keine Festlegung des Grundfreibetrags in fester Höhe. Das hat sich mehr oder weniger nur so installiert. Man könnte natürlich theoretisch den Grundfreibetrag oder andere Freibeträge deutlich höher festlegen und den Tarif anders gestalten. Im letzten Jahr gab es dann zwei oder Elemente. Man stellte im Laufe des Jahres fest, dass der Kinderfreibetrag für 22 zu niedrig war und hat den dann angepasst. Also man ist auch in der Lage, sozusagen innerhalb des Zeitraums noch etwas anpassen in diesem Bereich. Und das Zweite war natürlich, dass wir der Tarif, die angepasst wurde für die Jahre 23 und 24, das ist bei uns immer üblich, dass wir für zwei Jahre das Ganze machen. Politisch gelang es dann aber auch für den gesamten Tarif, den wir haben, den Formeltarif, die Dinge anzupassen, mit einer berühmten Ausnahme, das ist dann auch nicht so ähnlich fast wie in Österreich, der Höchststeuersatz von 45%, da blieb der Betrag halt gleich. Das war halt der politische Preis in der ganzen Diskussion, denn wir müssen ja immer sehen, das, was umsetzbar ist, muss auch dem politischen Rahmen einfach angepasst werden. Dann haben wir eine Vielzahl von Frei- und Pauschbeträgen angepasst. Ich nenne nur den Arbeitnehmerpauschbetrag, den Sparerpauschbetrag, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, die Unterhaltsleistung, also eine ganz große Summe und manche auch nicht. Die werden wir sicher gleich noch in die Fragen dazu stellen, aber das muss ich ja jetzt nicht machen in dem Kontext. Ganz neues Instrumentarium war dann die Inflationsausgleichsprämie. Und da ist der heutige Tag auch interessant, denn er stammt ja ein bisschen aus der konzertierten Aktion, die dieses Jahr oder für den März jetzt gerade ausgeladen wurde, bis zu einem gewissen Grade. Und bis zu 3.000 Euro kann dort steuerfrei sein in diesem Kontext. Ein interessantes Modell, das natürlich von Gewerkschaftsseite unterschiedlich beachtet wird, weil es natürlich theoretisch auch als Eingriff in die Tarifautonomie gewertet werden kann. Das ist eben der Punkt, der sozusagen die Grenze in diesem Bereich macht. Aber wenn man sieht, was die Zielsetzung ist, nämlich die Lohnpreisspirale vielleicht frühzeitig etwas zu dämpfen, dann ist es ein Instrumentarium, was vielleicht auch was gebracht hat.
Wir wird das Ganze erst nach einer entsprechenden Entwicklung sehen, wenn man es über mehrere Jahre gesehen hat, aber es ist zumindest ein interessanter Versuch, den Automatismus etwas zu brechen in diesem Bereich. Und ich glaube, das Ziel Sicherung Kaufkraft und Gestaltungsspielraum für Unternehmen konnte man dadurch so ein bisschen in den Griff bekommen. Was steht jetzt 23 an? Da sind wir ein Haufen von Gesetzgebungen, natürlich, aber es ist vor allen Dingen auch diese Angebotsorientierung, die wichtig ist, weil es zeigt sich, wir müssen natürlich dazu beitragen, dass eben die Stärke des Angebots auch dazu beiträgt, sich dem größeren Nachfrage anzupassen. Das ist insbesondere im Energiebereich wichtig und auch dort ist ja einiges geschehen und wird einiges geschehen in diesem Bereich. Wir hoffen natürlich auch, dass über Abschreibungsbedingungen, Forschungsprämie und ähnliche Instrumentarien sich in der Bundesregierung eine Mehrheit finden lässt, um das dann zu gestalten. Für 24, glaube ich, wird dann wieder die klassische, ich sag mal, Verteilungspolitik eine große Rolle. Wir haben im Koalitionsvertrag die Kindergrundsicherung, was immer das bedeuten darf in der Umsetzung in diesem Bereich. Ich nenne nur das Wort Kinderfreibetrag und Ähnliches, der da eine Rolle spielt, ob was dort mit einzusehen ist. Und wir kriegen die beiden Berichte zur kalten Progression und zum Existenzminimum wieder. Und auch da kann man sich jetzt schon vom Ergebnis her klar sein, dass es natürlich für das Existenzminimum Änderungsbedarf für 25 und 26 gibt. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Inflationsrate zurückgeht, wird es einen enormen Bedarf auch an Tarifanpassungen für im Rahmen der kalten Progression geben in diesem Bereich. Der Lösungsansatz, den unser Minister vorgeschlagen hat, war ein Tarif auf Rädern. Eine Sache, die früher sehr kritisch gesehen wurde. Aber Tarif auf Räder heißt natürlich auch, dass man vorher noch mal erklären muss, was alles dazugehört. Da haben wir die klassische Frage Grundfreibeträge. Das ergibt sich fast automatisch aus dem Existenzminimum in diesem Bereich. Dann gibt es die unterschiedlichen Punkte im Tarif, die angepasst werden können. Da gibt es enorm viele verschiedene Pauschbeträge. Da gibt es aber auch, ich sage das mal, Freigrenzen, ähnliche Dinge, die in der Besteuerung eine Rolle spielen können. Und das ist halt die Frage, will man alles anpassen oder will man den Tarif auf Räder konzentrieren auf dem Tarif im engeren Sinne, was jetzt für mich persönlich, glaube ich, der effektivere Weg in diesem Bereich wäre. Ich glaube, der ist interessant, dass er derselben Satz sich hier fast findet, wie der Kollege aus Österreich das auch vorgestellt hat. Der Vorteil dieser Politik wäre, dass man sozusagen an der größeren Steuerpolitik dann wirklich die Änderung sehen kann. Und die reinen Tarifentwicklungen, die sich aus der Anpassung an Inflation ergeben, die wird in diesem System automatisch mehr oder weniger abgeglichen. Ich glaube, das wäre ein Gewinn an Transparenz, der sich dadurch ergeben würde in diesem Bereich. Ein anderes ist auch im Deutschen ein gewisses Gleichgewicht zwischen Steuer- und Transferpolitik, weil die Transfers werden weitgehend automatisiert angepasst. Die Bezahlung läuft auf der anderen Seite, muss politisch jeweils neu durchgesetzt werden. Und je nachdem, wie die Situation ist, führt das natürlich dazu, dass eher die Steuer- und Abgabenquote steigt, als dass sie begrenzt wird in diesem Kontext. Ich kriege von verschiedener Seite Kritik daran. Es gibt die Fragestellung bei der Frage Tarif auf Rädern. Entspricht das der Budgethoheit? Ich würde sagen, das entspricht vollständig der Budgethoheit, weil natürlich die Klarheit weiterhin gegeben ist und jederzeit die gesetzliche Möglichkeit, in den Tarif einzugreifen, ja weiter existiert. Bei den Dingen, damit ich jetzt nicht zu lange über die Herr Hunster frage, da habe ich immer so einen Beitrag, sollte man sich so wirklich an die Inflation anpassen und ein System haben, was mit der Inflation leben kann, oder sollte nicht unser Ziel mehr sein, die Inflation zurückzudrängen und sich nicht an die Inflation zu gewöhnen? Aber das ist die verschiedene Sache, Frage, was führt zur Gewöhnung an Inflation? Ist es sozusagen die Scala Mobile oder ist gerade das Gegenteil, dass man das nicht hat, die Gewöhnung an die Inflation? Aber ich persönlich glaube, würde mir ein bisschen zu weit gehen, was dort dargestellt wird. Würde mir jetzt aber zu weit gehen, das dann en Detail zu kritisieren in dem Bereich. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wir haben eine Menge gemacht. Wir haben eine Menge an Aufgaben in den nächsten Jahren vor uns. Und wir haben über die Berichte, Existenzminimumbericht, kalte Progressionsbericht, die Informationen, die wir brauchen. Das Interessante an dem österreichischen Modell ist eigentlich, dass es gleichzeitig eine Kompromissmöglichkeit für sozialpolitische und andere Aspekte ermöglicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass es das Optimum ist. Es gibt auch in dem Papier, was Sie auch umgeschickt haben, gab es eine Übersicht über die verschiedenen
Anpassungsarten in den Ländern und dann wird man feststellen, dass es eine unglaubliche Variationsmöglichkeit an Anpassungen an Inflation und Ähnlichem gibt. Und ich glaube, die deutsche war bisher ganz gut. Politisch ist es natürlich so, dass man merkt, wenn das Geld knapper wird, ist die Anpassung an des Tarifs an die Inflation immer schwieriger. Und das spricht jetzt aus rein steuerlicher Sicht sicherlich dafür, das mehr zu automatisieren. Ja, das war's. Ja, vielen Dank, Herr Liebmann. Indem wir uns noch mal vor Augen geführt haben, was alles geschehen ist, denn das ist auch mal ganz wichtig, das mal zusammenzufassen. Und ich glaube, die Frage, die Sie an Herrn Hunsdörfer gestellt haben, die können wir gleich noch mal aufgreifen und ein bisschen vertiefen. Nicht? Das würde ich sagen. Andreas Richter, jetzt geht es ja auch noch um Dinge, die vielleicht nicht nur den Tarif auf Rädern schafft, sondern Herr Hunsdörfer hat ja eingangs die Frage der Scheinbesteuerung, Scheingewinnbesteuerung angesprochen. Wie siehst du das? Ja, wie sehe ich das? Also ich muss ja sagen, dass ich schlicht hier als Praktiker sitze und das aus Sicht der Mandanten der Steuerpflichtigen geht es ja hier im Kern geht es hier um Gerechtigkeitsthemen. Und deswegen ist auch, Waldhof sagt ja, das ist eigentlich jetzt von Verfassung wegen nicht zu entscheiden. Das überzeugt natürlich, sondern es ist eine Frage der politischen Ökonomie. Deswegen muss da gerungen werden. Nun haben wir ja seit über 10 Jahren in unserem Verein einen Vorsitzenden, welcher der Kölner Schule angehört. Und damit man da ein bisschen Grund reinbekommt in die Debatte, ist es vielleicht wirklich ganz interessant, nochmal kurz zu hören, was Tipke dazu sagte. Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ist daher anzuknüpfen an Realeinkünfte, zum Beispiel an den Realgewinn oder den Realzins. Das Nominalwertprinzip ist jedoch ein technisches Prinzip, auch ein praktikables Prinzip. Nun ist es auch ein wirtschaftliches Schönwetterprinzip. Je mehr die von der Geldentwertung, Inflation betroffenen Realdaten von den Nominaldaten abweichen, desto mehr wird die Gerechtigkeit strapaziert. Dies darf aber nicht in beliebiger Weise geschehen. Als technisches Prinzip hat das Nominalwertprinzip nicht die gleiche Wertigkeit wie das Leistungsfähigkeitsprinzip als das ethische Prinzip gerechter Steuerlastverteilung, das die Rechtstatsache der Geldentwertung nicht negiert. Die Geldentwertung lässt steuerrechtliche Probleme vor allem in folgenden Bereichen entstehen: bei der Gewinnermittlung, bei der Besteuerung der Kapitalankünfte im Bereich der privaten Abzüge, Freibeträge und der Progression. Und die Vorredner haben ja schon auf die Freibeträge und die Progression sind sie eingegangen. Ein Gebiet, ein praktisches Gebiet, wo es natürlich eine große Rolle spielt, sind Kapitaleinkünfte, sind Immobilieneinkünfte, ist eigentlich die Frage der privaten Veräußerungsgewinne. Und das ist interessant eigentlich, wenn wir mal zurückschauen. Es ist ja wirklich wunderbar zu sehen, wie hoch die Präsenz, auch die fachliche Präsenz heute Abend wieder ist. Denn dieses Thema hat uns ja auch am Anfang der Berliner Steuergespräche sehr beschäftigt, als es sozusagen um die Vorbereitung ging, eigentlich der Abgeltungssteuer in den 2000er Jahren. Dein akademischer Lehrer Joachim Lang hat vor genau fast 20 Jahren, im Februar 2003, hier referiert zur Besteuerung privater Veräußerungsgewinne und konstatiert erstmal, dass es auf diesem Gebiet, dass es so zersplittert ist wie wenige Gebiete des Steuerrechts. Und das, was ihn damals beschäftigte, ist in der Tat ja auch das Thema, das uns heute wieder beschäftigt. Der Schwerpunkt der Rechtfertigung von speziellen Steuerregimen für Veräußerungseinkünfte liegt in deren besonderer Inflationsanfälligkeit, referierte Lang damals. Je länger die Anschaffung des Wirtschaftsguts zurückliegt, desto höher ist der Anteil inflationären Scheingewinns, der keine reale steuerliche Leistungsfähigkeit indiziert. International werden grundsätzlich 2 Methoden eingesetzt, um Inflation im Regime der Besteuerung von Veräußerungseinkünften zu berücksichtigen. Erstens die stufenweise Freistellung von Veräußerungseinkünften und zweitens die Ermäßigung des Steuersatzes bei Veräußerung von Wirtschaftsgütern mit langer Besitzdauer. Und also das schillert zwischen der Bemessungsgrundlage und dem Tarif, das ist irgendwo unbefriedigend, denke ich, weil das ist ja auch ein Grund, warum es politisch einen Widerstand gegen die Verbreiterung von Bemessungsgrundlagen gibt, weil oft die Steuerpflichtigen oder die Verbände die Sorge haben, dass erst die Bemessungsgrundlage verbreitet wird und anschließend der am Anfang angekündigte begünstigte Tarif dann angehoben wird. Aber schillert es. Und der internationale Vergleich auch damals schon zeigt ja, dass es nicht ganz einfach ist, jetzt wirklich dieses langfristige
sozusagen abzubilden. Die Amerikaner haben also unterschieden bei den Capital Gains zwischen kurz- und langfristig. Die Briten hatten in der Zeit den Taper Relief. Also es ist eigentlich ein Thema, das uns nach wie vor beschäftigt und jetzt natürlich wieder sehr virulent wird. Es ist ja gesagt worden, wenn wir uns mal bei den Einkunftsarten ein bisschen das anschauen, im Kern muss ich ja als Praktiker sagen, das ist der Auftrag geht an die Steuerwissenschaft, hier wirklich Vorschläge zu erarbeiten, die so nachhaltig, so schlüssig sind, dass sie dann hoffentlich auch über lange Zeiträume Bestand haben. Bei der Besteuerung von den Kapitaleinkünften sind wahrscheinlich wegen der Inflation vor allem natürlich die Zinseinkünfte stehen da im Fokus, weil wenn man sich das vor Augen führt, es ist ja hier gesagt worden, wir haben die Kombination aus hoher Inflation und negativen Realzinsen, sodass wenn man sich das dann mal in der Bruttobesteuerung durchrechnet, man hat ja gewisse Vermögensverwaltungskosten, und wenn der Realzins negativ ist, die Besteuerung aber nach dem Bruttonominalzins erfolgt, dann ist das in Teilen eine verkappte Vermögenssteuer gewesen in diesen Jahren. So, und jetzt kann man als, da sage ich natürlich als Berater von vielleicht auch mal größeren privaten Vermögen, für die hat es vielleicht jetzt nicht diese große Rolle gespielt, jetzt von der praktischen Seite, weil sie wahrscheinlich doch sehr stark in die Aktien gegangen sind, Dividenden und Veräußerungsgewinne. Aber steuersystematisch ist da mit Sicherheit ein Thema. Und wir haben uns damit ja auch beim letzten Steuergespräch bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im ganzen Immobilienbereich beschäftigt. Beim letzten Steuergespräch. Und Roman, du hattest ja in deiner eigenen Abhandlung, hast du ja gesagt, hast es ja beschrieben, dass wir einerseits die Einkünfte sind steuerpflichtig, wir haben die Abschreibung, andererseits dann nach 10 Jahren sind wir in der Steuerfreiheit. Das ist auch nicht wirklich so ganz schlüssig. Es ist bei den Immobilien ist klar, dass da eben auch ein Inflationselement ist. Du hast aber diesen Status quo, hast du als Vereinfachungszweckbefreiung bezeichnet. Das wahrscheinlich aber würdest du auch sagen, es ist noch nicht da, wo man sich in einer idealen Welt eigentlich ein systematisches Steuerrecht mit einer Capital Gains Besteuerung vorstellen würde. Also das ist jetzt mal sozusagen der Befund. Da kann man natürlich noch viel mehr sagen. Bei den Gewinneinkünften könnte man den 6b mal anschauen, weil es eine Norm ist, die im Grunde ja dazu führt, dass die stillen Reserven übertragen werden können. Herr Waldorf hat es ja gesagt, viel Steuerordnung. Und wenn wir mal gucken, vom Dualismus der Einkunftsarten kommen wir irgendwo hin und vielleicht in 10, 15 Jahren sind wir dann bei den laufenden Einkünften und bei einer Capital Gains Schedule. Aber per Stand heute Abend sind wir, glaube ich, noch da, sind wir noch auf dem Wege. Ja, das ist, und Mandanten werden sich einfach orientieren an dem, was geltendes Steuerrecht ist. Und aber haben auch gelernt über die Jahre und Jahrzehnte, dass man die wirtschaftlichen Entscheidungen nicht nach dem Steuerrecht ausrichten sollte. Der Vorschlag von Herrn Professor Hunsdörfer ist natürlich sehr interessant, weil er auch mal radikal ist. Und ich fand das ganz charmant, dass Herr Hunsdörfer ja gesagt hat, er hat ja auch bei früheren Vorschlägen sehr weitsichtig im Grunde Dinge mal so skizziert. Das ist, wenn man jetzt die Frage stellt, wie realistisch ist, dass sich da ein Gesetzgeber darauf einlässt, auf so eine Veränderung der Besteuerung, dann wird vor allem natürlich die Frage auch gestellt werden müssen, was kostet das und wie ist die Gegenfinanzierung. Und wenn man nach der Praktikabilität sucht, dann ist man vielleicht jetzt bei diesem Kommissionsvorschlag zu DEBRA. Herr Hunsdörfer hat es ja in seinen Folien kurz angerissen, dass die Europäische Kommission, die ja am Anfang, wenn man das europäische Steuerrecht anschaut, was dann eher der EuGH, der im Grunde die Länder vor sich hergetrieben hat, dann hat irgendwann die Kommission verstanden, dass sie auch europäisches Steuerrecht betreiben kann, mit Hilfe der OECD. Und hat ja einen Anspruch, trotz der Vertragslage auch auf dem Gebiet der direkten Steuern ein Motor zu werden für ein faires Unternehmenssteuerrecht. Und DEBRA, Debt Equity Reduction Allowance, ist ein Kommissionsvorschlag, der natürlich nicht das genau abbildet, was Herr Professor Hunsdörfer jetzt vorgestellt hat, sondern im Grunde will er ja einen gewissen Abzugsbetrag für das Eigenkapital. Also es ist ein Vorschlag, der in Richtung der Finanzierungsneutralität geht, ein Thema, das ja die Berliner Steuergespräche in über 20 Jahren auch immer wieder beschäftigt hat. Und insofern ist das vielleicht jetzt auch für die Diskussion mit dem Publikum von Interesse. Hier muss natürlich eine Kommission, die das politisch auch verantwortet und durchbringen will,
hat deswegen auch ein Element mit aufgenommen, weil Debra ist sozusagen ein Bonus für Eigenkapital, dass es einen Abzugsbetrag gibt für Eigenkapital, aber verbunden mit einem Malus für Fremdfinanzierung. Und das ist dann wahrscheinlich auch aus Sicht der Kommission die Gegenfinanzierung. Es gibt es, dieses System gibt es ja in einzelnen europäischen Ländern, Italien, Kroatien und so weiter. Und wenn man die Frage stellt, das ist nicht das, erreicht nicht das Ziel von Herrn Hünsdörfer, aber ich glaube, wenn man guckt, was ist im europäischen steuerpolitischen Raum aktuell in der Diskussion, Frage an Herrn Hünsdörfer, ist es das, was zumindest aus seiner Sicht ein Schritt in die Richtung wäre? Vielen Dank für diese kurzen, aber sehr präzise Beschreibung. Ja, wir haben im Grunde jetzt schon zwei Fragen bei Herrn Hünsdörfer adressiert. Nicht, wenn ich das richtig eben gezählt habe. Und ich würde auch eine anschließen hier an der Stelle, vielleicht noch eins noch für die bisher sich mit Debra noch nicht so sonderlich beschäftigt haben. Ist ja auch nur ein Entwurf, ein Richtlinienentwurf. Das meint in dem Entwurf nicht etwa, dass das gesamte Eigenkapital einen Schutzzins bekommt, sondern nur jede Zuführung in zum Eigenkapital im Sinne einer Eigenkapitalerhöhung in einer bestimmten Periode. Das wäre schon mal allein, würde ich mal sagen, schon eine ziemliche Einschränkung dessen. Und es ist auch nicht die Ausgangsgröße der Inflationsrate, sondern wenn ich es richtig sehe, ist es ein kapitalmarktüblicher Zins, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die Ausrichtung eben Finanzierungsneutralität und nicht Inflationsbereinigung darstellt. Also das nur zur Klarstellung. Und jetzt noch meine Frage, die ich hatte. Bezogen auf diese Scheingewinnbesteuerung, und Sie haben ja genau unterschieden zwischen, wie Tipke das immer sagt, ich habe ihn noch vor Augen und im Ohr, unterscheide immer zwischen der Messfunktion der Bemessungsgrundlage und der Belastungsfunktion des Tarifs. Gleichheit wird nicht im Tarif hergestellt, sondern in der Bemessungsgrundlage. Ja, das Johanna, so haben wir das beigebracht bekommen, das ist auch richtig. Ja, hier an der Stelle, ja, um das zu sagen. Und wenn ich das jetzt hier so nehme, was Sie vorgetragen haben, dann würde man bezogen auf das, was Sie vorgetragen haben, an sich gar keinen Tarif auf Räder benötigen. Nicht? Hab ich doch recht. Nicht? Und dann bräuchte man den gar nicht. Da würde ich allerdings die Frage stellen, was ist mit den Arbeitnehmereinkünften? Da bräuchte ich es dann wohl doch, oder? Bitte. Danke sehr. Also ich fange mit der letzten Frage mal an. Bei den Arbeitnehmereinkünften hat man das Problem der Scheingewinnbesteuerung tatsächlich nicht. Man hat das Problem der Kaltprogression, das man bei allen Einkommensteuerpflichtigen hat, auch bei den Personenunternehmen. Aber diese Scheingewinnbesteuerung und das Problem der falschen Ermittlung der Bemessungsgrundlage, also eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht ein Verstoß gegen das Nettoprinzip, weil ein Teil der Aufwendung, nämlich die Entwertung des eingesetzten Kapitals, nicht berücksichtigt wird. Das hat man in der Tat nur bei den Gewinneinkunftsarten, einschließlich Vermietung und Verpachtung natürlich. Ne? Zu den anderen Fragen, ich glaube, Debra haben Sie eigentlich selbst schon mal antwortet. Ne? Das ist ganz praktisch, aber vielleicht Herr Diekmann hat ja noch angesprochen, was ist, wenn die Inflationsrate mal unter Null fallen sollte. Angenommen, man hätte wirklich nur so gedacht, ich weiß, dass es unrealistisch ist, aber gedacht eine Automatik, dass man sagt, man stellt x Prozent die aktuelle Inflationsrate bezogen auf das Eigenkapital frei von der Besteuerung, dafür erhöht man den Körperschaftssteuertarif um dieselben x Prozent. Also bei 8% hätte man 23% Körperschaftssteuer, dafür aber die ersten 8% der Rendite auf das Eigenkapital steuerfrei. Das würde umgekehrt natürlich auch heißen, bei einer negativen Inflationsrate minus 2%, dass man dann eine negative Freistellung hätte, zusätzliche Einkünfte, aber auch einen kleineren Körperschaftssteuersatz. Das würde sich partiell ausgleichen. Der nächste Punkt dazu ist, dass wenn wir tatsächlich dauerhaft negative Inflationsraten hätten, also eine Deflation, dann ist das Problem auch nicht mehr so groß, weil die Unternehmen dann erfahrungsgemäß sehr wenig Gewinne macht. Also wer kauft eine Waschmaschine, wenn er weiß, dass die im nächsten Jahr sowieso billiger ist? Ne? Man hat es in Japan gesehen, dass das entsprechende Belastungen für die Unternehmensgewinne dann zur Folge hat. Aber wenn ich darf, würde ich auch gerne noch eine Frage an Herrn Waldhoff stellen. Und zwar ein Punkt, Sie haben gesagt,
Existenzminimum, das sei die Ausnahme und das Nominalwertprinzip im steuerlichen Bereich sei ansonsten die Regel. Ich frage mich, ob man das nicht auch umgekehrt sehen kann, wenn man zum Beispiel sieht, dass wir bei Trassenentgelten beispielsweise bei der Bahn, da haben wir indexierte Abschreibungswerte. Wir haben bei Bundesnetzentgelten haben wir auch indexierte Abschreibungswerte. Ne? Also Bundesnetzagentur rechnet immer mit inflationskorrigierten Abschreibungen. Wir haben bei der Erbschaftssteuer, Pflichtteilsansprüche, wird auch inflationskorrigiert. Oder ein anderes Beispiel, Zugewinnberechnung, beim Zugewinnausgleich, bei Ehescheidungen. Da wird selbstverständlich, wenn es darum geht, Gewinn zwischen verschiedenen Privaten zu verteilen, da wird inflationskorrigiert. Wenn es darum geht, den Gewinn zwischen Privaten und dem Staat zu verteilen, da wird dann nicht inflationskorrigiert. Also ich frage mich, wo ist die Ausnahme und wo ist die Regel? Ne? Also meine These war ja, dass das Nominalwertprinzip zulässig ist, aber nicht gefordert ist. Also der Gesetzgeber könnte das meines Erachtens auch anders machen. Ob das sinnvoll ist, eine extrem schwierige Frage. Beim Existenzminimum kann er nichts anderes machen, solange diese Rechtsprechung aus Karlsruhe existiert, weil die ja mit, ich sag's mal polemisch, mit der Menschenwürdekeule, also mit Existenzminimum wirklich im existenziellen Sinne daherkommt. Und da, wie man das dann berechnet, das ist ja, war ja Gegenstand des Hartz-IV-Urteils, wo das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber, dem positiven Sozialgesetzgeber, den Ball insofern zugespielt hat, dass er nachvollziehbare Verfahren darlegen muss, wie er darauf kommt, dass dieser Betrag das Existenzminimum ist oder nicht. Und wenn das Nominalwert, also der Unterschied ist eben, dass, was ich zum Existenzminimum gesagt habe, vor dem Hintergrund der Karlsruher Judikatur zwingend ist. Da kommen wir nicht weg, wenn sich nicht die Judikatur ändert. Während beim Nominalwertprinzip, zumindest theoretisch, könnte man abweichen. Und wenn das nicht verfassungsgefordert ist, kann man auch Durchbrechungen in Einzelfällen vornehmen. Die müssen sich natürlich gleichheitsrechtlich und so durch besondere Sachgründe dann rechtfertigen. Und die Fälle, die Sie genannt hätten, da würde mir schon was einfallen, wie man das rechtfertigen könnte. Ja, ich will doch dann auch gleich weitermachen. Wir wollen mal alle mal so ein bisschen befragen. Christian, du hast dich da in deinem Vortrag sehr elegant natürlich, sprachgewandt und elegant, die Scheingewinnbesteuerung mal so weggeschoben. Beschäftige ich mich mal lieber nicht mit. Aber hat die Scheingewinnbesteuerung nicht doch eine verfassungsrechtliche Dimension? Du hast den Artikel 14, klar, mit der Geldwertstabilität auch als nicht sonderlich scharf und bringend. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt hier, stell mir vor, wir hätten wirklich jetzt eine Inflation, die wirklich jenseits von 10% über eine gewisse Zeit laufen würde. Ich will gar nicht an Argentinien oder sowas denken. Wäre es nicht zynisch fast zu sagen, also pass mal auf, Nominalwertprinzip, Steuerpflichtiger, dass deine Wirtschaftsgüter jetzt hier an der Stelle die Wertsteigerung jetzt brutto bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, sogar brutto, ja, ohne dass ich also entsprechende ernsthafte Erwerbsaufwendungen abziehen kann, besteuert werden. Natürlich maßvoll mit einem Abgeltungssteuersatz von 25%, der aber in Wirklichkeit zu einer Besteuerung von jenseits 100% führt. Und das jetzt vielleicht nicht nur einmal in so einem Zufallsjahr oder sowas, sondern über Jahre hinaus. Ist das dann nicht doch ein Artikel 14 Grundgesetz? Und wäre das nicht eine zynische Verfassungsinterpretation zu sagen, das hat damit nichts zu tun? Das habe ich ja nicht gesagt, nee, sondern ich habe aus Ökonomiegründen hier des Podiums, weil andere ja darauf eingegangen sind, das Problem umschifft. Ich würde aber sagen, in der Tat, hier muss man neu nachdenken. Ob ich das über Artikel 14 jetzt freilich lösen würde, da bin ich mir nicht so sicher, aber es könnte ein Gleichheitsproblem sein. Also das Zeitmoment, was ja bei der Bilanzierung zentral ist, also dass das lange Zeiträume sind zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und Zeitwerten, wo eine inflationäre Komponente drin sein kann, ist natürlich ein anderes als bei der Besteuerung von Arbeitseinkünften, wo immer nur zu einem Zeitpunkt irgendetwas besteuert wird. Also insofern habe ich mich da nicht festgelegt, aber ich sehe ein Problem, aber ein Artikel 14 Problem ehrlich gesagt eher nicht, sondern man muss dann gucken, ob insofern, da würde ich noch sagen, es ist ein Gleichheitsproblem, Leistungsfähigkeitsproblem, ob das dann leistungsfähigkeitsgerecht ist, wenn es kein realer Wert ist. Weil dort auf Werte eben abgestellt wird, anders als bei nicht bilanzierenden Einkommensarten. Ich frage jetzt noch mal ein bisschen, um noch ein bisschen das österreichische Modell noch mal ein bisschen genauer zu verstehen.
Ich habe das also jetzt so gesehen, wir haben also 2/3 automatisiert, Tarif auf Räder. Das andere Drittel ist so das, ich will es mal so sagen, ist so das Entgegenkommen gegenüber dem Politiker, der ja gerne gestalten möchte. Das heißt, die Politik möchte gerne gestalten. Wenn ich jetzt 2/3 jetzt da automatisiere, kann man da nicht mehr gestalten, weil das jetzt praktisch ja festgelegt ist. Und das muss dann aber jeweils geschehen auf, also dieses andere Drittel muss Inflationsbekämpfung bedeuten. Ist das so eine Zweckbindung da an der Stelle? Oder ist die Politik da völlig frei? Das wäre die Frage 1, die ich da hätte. Und die andere Frage ist, weil wir das in Deutschland, soweit ich sehe, nicht haben, können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, was ging recht schnell, diese Absetzbeträge von der Steuerschuld als ein Element dort, wie sich das eigentlich konkret verhält? Na, die Besonderheit ist, dass es einen gesetzlichen Auftrag gibt. Man muss Jahr für Jahr etwas machen. Und da gibt es ganz genaue Zeitpunkte. Die Bundesregierung muss für das offene Drittel bis zum 15. September Maßnahmen vorlegen. Das wird eine Regierungsvorlage sein, die dann parlamentarisch behandelt wird. Das heißt Beschlussfassung im Oktober. Das andere, die 2/3 müssen zumindest vom BMF mit 31. Oktober im Wege einer Verordnung kundgemacht werden. Allerdings möchten wir, dass der Tarif natürlich immer jahresaktuell dann im Gesetz ist und der wird dann mit angepasst, wenn das restliche Drittel auch verteilt wird. Und ich habe deshalb angesprochen, wie man es im letzten Jahr gemacht hat, weil da war ja dann die Frage, die Gesetzesmaterialien sagen, Entlastungen für Einkünftebezieher, insbesondere im Bereich der Einkommensteuer. Und da war dann die Diskussion, wie weit kann das gehen, könnte das in die Sozialversicherung auch gehen und so weiter. Diese Bedenken haben sie aber insofern dann nicht bewahrheitet, dass das quasi in inflationsfernere Zonen abdriften könnte, weil das Ganze wird begleitet von einem Inflationsbericht, den die das haben die 2 größten österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitute mitbegleitet. Es steht im Gesetz drinnen, dass 2 wirtschaftswissenschaftliche Institute das mitbegleiten müssen den Bericht vorlegen. Und das zeigt dann ohnehin auch schon einmal die Dimension auf für dieses Drittel und in welche Richtung dann die politische Debatte gehen wird. Und man hat ja dann gesehen, was hat die Bundesregierung gemacht. Sie hat das verbleibende Drittel in die unteren 2 Tarifstufen hineingegeben. Die sind quasi über die Inflationsrate hinaus angepasst worden und eben diese Absetzbeträge. Weil wir mit 5,2% angepasst haben, das war unsere Ausgangsrechnung, wir haben natürlich ein bisschen einen zeitlichen Rücklauf immer, weil wir so vereinfacht gesagt jahresmittig zum Vorjahr. Und es wird die Anpassung fürs Jahr 2024 von, wenn die Inflationsrate so hoch bleibt, höher sein vom Prozentsatz als es davor, weil ja die Inflation erst im letzten Jahr so raufgegangen ist. Zu Ihrer Frage der Absetzbeträge. Absetzbeträge sind bei uns unmittelbar im Steuertarif mit verankert und das sind Absetzpositionen von der Steuerschuld, also nach Tarif. Da wird der Familienpolitik in Österreich, das ist immer die große Frage, macht man es vor Tarif von der Bemessungsgrundlage oder nach Tarif? Bei den Kindern macht man es insbesondere nach Tarif, vor dem Hintergrund, jedes Kind soll quasi gleich viel wert sein und so weiter. Also steuerwissenschaftlich kann man das natürlich alles anders sehen mit disponiblen Einkommen und so weiter. Aber das, vor dem Hintergrund gibt es in Österreich einige solche Absetzbeträge, wo insbesondere Pensionisten, Alleinverdiener, Arbeitnehmer und auch Kinder entsprechend entlastet werden. Vielen Dank nochmal für die Klarstellung, weil das, glaube ich, muss man erst richtig verstehen. Ich werde nachher noch eine andere Frage stellen, aber jetzt erstmal noch an Sie, Herr Diekmann. Wenn Sie das ja so aus Österreich gehört haben, ich meine, man muss wirklich der Bundesregierung zugeben, dass wirklich einiges passiert ist in dem Bereich der Inflationsfrage, dass man also eben nicht blind gesagt hat, uns interessiert es nicht, wir machen so weiter, kalte Steuerprovision interessiert sich, das wird man sicherlich der Bundesregierung nicht vorwerfen können. Aber würden Sie diese österreichische Lösung
als eine ansehen, der man in Deutschland gut folgen könnte? Also grundsätzlich haben wir ja auch schon Teilaspekte dieser Lösung. Wir haben eigentlich unter denselben Inflationsberechnung, die wir nehmen auch den Verbrauchspreisentwicklung, die wir zugrunde legen. Und der entsprechende Bericht wird alle 2 Jahre vorgelegt. Wir haben ja nur das große Problem, reicht das in Zeiten von einer hohen Inflation als Anpassungsdauer oder muss man das öfter machen in diesem Bereich? Und das würde ich in diesem Falle, da muss man offen sein. Man hat ja auch gesehen, dass wir innerhalb des Jahres dann mit vielen Einzelmaßnahmen dann eingegriffen haben, um das hinzubekommen. Das heißt, das würde ich sagen, ist dieser Überraschungseffekt, der gewesen ist, weil in dem Jahr halt so eine starke Steigerung gewesen ist und auch am Ende des Jahres ja sich ja nochmal gezeigt hat, dass die Inflationsrate dann wiederum niedriger war. Das heißt, wir haben theoretisch etwas zu viel gemacht. Das kann man aber gut, glaube ich, verkraften, weil die Wert jetzt im Augenblick nur 6,9 war und etwas kriegen. Also das ist der Punkt. Dann ist die Frage, wäre so ein Automatismus gut? Ich glaube, das ist einer, der durchaus politisch interessant wäre, aber zudem ist natürlich mit Sicherheit vielleicht von Seiten eines Teils der Bundesregierung eine große Zustimmung gäbe, aber andere Teile wahrscheinlich nicht im vollen Umfang in dem zustimmen würden, um es mal ganz neutral auszudrücken in diesem Kontext. Und es ist natürlich so, dass das natürlich auch eine Gestaltungsinstrumentarium, dass man das hat. Was kann ich da ändern, was kann ich nicht ändern? In dem Augenblick, in dem ich sage, ich mache jetzt wirklich einen Tarif auf Rädern, das Skala Mobil oder wie immer ich das nenne, habe ich das ja festgelegt. Ich kann jetzt in den nächsten Zeiten halt nicht zeigen, wie ich Entlastung gemacht habe. Ich kann weniger sozusagen erreichen in diesem Falle als in der politischen Umsetzung und das macht das Ganze kritisch. Ich glaube, dass es schon mit Sicherheit eine Diskussion im nächsten Jahr geben wird, auch in diesem Jahr schon, ob nicht ein Tarif auf Rädern das richtige Instrumentarium ist. Wie er dann politisch sich gestaltet, ist eine andere Geschichte in diesem Fall. Aber es ist ein guter Ansatz, der gewählt ist. Die Einbeziehung der wirklich ja auch im internationalen Kontext sehr gut angesehenen österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitute ist auch ein Bereich, der das Ganze vielleicht politisch etwas erweitern könnte, ob man das braucht oder ob man einfach sagt, wir gehen direkt dazu über, die nehmen die Inflationsrate und verändern die entsprechenden Punkte, ist eine politische Festlegung in diesem Kontext. Ich glaube, es ist im Rahmen des österreichischen Systems, der ja auch kompromissorientiert ist, ist ein Ansatz gewesen, diesen politischen Kompromiss darzustellen in diesem Kontext. Aber normalerweise ist das eine Situation, die sehr, glaube ich, politisch durchaus nachvollziehbar ist. Und man hat auch in letzter Zeit oft gesehen, dass im unteren Bereich des Tarifs natürlich öfter versucht wurde zu ändern. Allerdings muss man sich immer vor Augen führen, jede Änderung im unteren Bereich ist deutlich teurer, als wenn ich irgendwie, ich sag mal, am Höchststeuersatz drehe oder so etwas. Das muss man sich natürlich auch vor Augen führen. Das heißt, da taucht das berühmte Problem auf, dann habe ich am Ende ein Cappuccino für alle Leute mehr und hat trotzdem den entsprechenden Milliardenbetrag an Belastung in diesem Kontext. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es ein guter Ansatzpunkt, das größtenteils zu automatisieren. Ob du jetzt ein Drittel oder 20 oder ob man das nicht macht, ist eigentlich eine rein politische Festlegung in diesem Kontext. Dadurch hat die Politik andere Möglichkeiten darzustellen, wo sie Schwerpunkte setzen will und wo sie es nicht machen will. Und insofern würde ich sagen, aus einer fachlichen Sicht kann man das nicht entscheiden, was davon das Bessere ist. Ich würde persönlich 100% besser finden, aber das ist vielleicht auch einfach ein Automatismus. Das ist politisch, glaube ich, ist ein Prozentsatz, der niedriger ist, wahrscheinlich leichter umsetzbar. Ja, vielen Dank. Das ist an sich eine klare Aussage von Ihnen, die mir gefällt, muss ich sagen. Andreas, Capital Gain Besteuerung hast du angesprochen. Wie siehst du denn zurzeit die Abgeltungssteuer in dem Zusammenhang? Also ich glaube, dass die Abgeltungssteuer gerade in dieser Inflationszeit, wenn man den Schritt jetzt mitmacht und sagt, mich interessiert, ob wir auch ein Realeinkommen haben, was dort besteuert wird, besonders problematisch ist. Du hast es selber angesprochen, klar, das mag bei besonders Vermögenden sich ein bisschen relativieren, wenn es nicht nur Zinsen sind, aber man muss natürlich sagen, auch die Performance bei gemischten Depots war auch nicht gerade so, dass die Inflationsrate geschlagen hat in diesem Jahr. Ganz sicher nicht, also bei vielen jedenfalls nicht. Sodass sich also hier die Frage stellt, ist die Abgeltungssteuer eigentlich wirklich
auch aus Sicht des Steuerpflichtigen mit den 25% bei einer Bruttobesteuerung favourisiertes Element. Und dann die nächste Frage, die würde ich dann gleichzeitig auch nochmal zurückspielen an den Verfassungsrechtler. Wenn man jetzt hier sieht, dass man eben die Besteuerung von Immobilieneinkünften netto besteuert und dann die Veräußerungsgewinne nur eingeschränkt erfasst, dann muss man sich ja fragen, ist das eigentlich erträglich unter dem Gesichtspunkt Artikel 3 Grundgesetz? Also ich würde an dich erstmal die Frage stellen, wie sieht das eigentlich das Klientel? Sind die glücklich weiterhin über die Abgeltungssteuer? Was ich immer so, wenn ich mich frage, sind die wirklich glücklich hier an dem Punkt? Können die glücklich sein? Ja? Und dann eben die nächste Frage, was wären die Konsequenzen? Müsste nicht in der Tat, wie du es selber ja angedeutet hast, eine echte Capital-Gain-Besteuerung kommen? Und dann natürlich die Frage, wie wäre die dann gleichheitskonform auszugestalten? Das würde ich euch beide nochmal gerne ins Boot nehmen. Ja, man kann, glaube ich, weil ja Anleger auch weit über Deutschland hinaus aktiv sind und zwischen Abgeltungssteuer steht ja, da gibt es ja auch weitreichende Wechselwirkungen mit Quellensteuersystem. Deswegen ist, glaube ich, und es ist ein Massenverfahren und der Umstand, dass es ja bei deutschen Depots und Konten direkt von den Banken auch administriert wird, führt ja dazu, dass das eigentlich aus Sicht des Fiskus zumindest mal eine extrem gut funktionierende Steuer ist. Extrem gut funktionierende Steuer, weil die Banken übernehmen das alles und das macht eben großen Zufluss in den Staatshaushalten aus. Und der Steuersatz, der Steuersatz, den wir heute haben, entspricht nach meiner Beobachtung in etwa solchen Steuersätzen in den meisten OECD-Ländern. Insofern hat die Abgeltungssteuer ja schon eine hohe Akzeptanz. Also natürlich ist unter dem Gesichtspunkt, also es ist ganz interessant, Deutsche Aktieninstitut hat jetzt gerade wieder eine Studie vorgelegt und verlangt eigentlich, dass man zurückgeht zu dem System vor 2009, also dass im Grunde Kursgewinne wieder steuerfrei gestellt wird, natürlich mit dem Argument, dass es ansonsten sehr, sehr schwierig ist, die Altersvorsorge privat aufzubauen. Und alternativ, weil das politisch, glaube ich, keine Chance hat auf Umsetzung in Deutschland, alternativ setzt sich das Deutsche Aktieninstitut für Ansparkonten ein. Das ist ja ein Modell, das es auch in anderen Ländern gibt, USA und so weiter, wo im Grunde Freibetragssysteme dann entwickelt werden. Und da ist die Forderung hier auch vom Deutschen Aktieninstitut, dass diese Freibeträge dann auch zu indexieren, um dann die Entwicklung der nächsten Jahre dann beim Ansparen zu ermöglichen. Aus Sicht der Steuerpflichtigen sicherlich sehr attraktiv. Das ist, solche Systeme findet man ja eher in Ländern, die jetzt andere Sozialversicherungssysteme haben, die im Grunde nicht so wie wir im Umlageverfahren, sondern im Grunde über Pensionskassen und so weiter da die Vorsorge als Kapitalstock betreiben. Interessanterweise es gibt ja einen Vorschlag für so einen staatlichen Fonds wieder von 10 Milliarden, glaube ich. Ne? Das ist, da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wäre es nicht viel besser eigentlich, das den Privatleuten und Steuerpflichtigen in die Hand zu geben, was sie da genau machen wollen und dann mit solchen Systemen zu arbeiten wie Ansparkonten. Aber insgesamt muss man ja schon sagen, die Abgeltungssteuer ist akzeptabel aus Sicht der Steuerpflichtigen, wenn es bei diesem Steuersatz bleibt, und aus Sicht des Fiskus ist es geschnitten Brot. Widerspruch. Wir haben ja genug Vertreter der Finanzverwaltung hier. Also jede endgültige Abgeltungswirkung muss sich auch gleichheitsrechtlich rechtfertigen. Und gerade in der Fallgruppe finde ich es jetzt nicht zwingend, sagen wir es mal so rum. Also es gibt andere Abgeltungseffekte, wo man das vielleicht leichter rechtfertigen könnte. Aber ich wollte ja noch die andere Frage. Also deine Frage, Roman, trifft genau die offene Flanke, die ich ja offen gelassen habe, dass Unterschiede zwischen unterschiedlichen Einkunftsarten natürlich ein Ausmaß erreichen, dass wir ein Gleichheitsproblem haben. Ich werde mich da jetzt nicht festlegen und müsste da wirklich nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, diese Gleichheitsdimension im Steuerverfassungsrecht ist die am allerschlechtesten entwickelte. Da gibt es überhaupt nicht viel zu. Also man müsste mich korrigieren, jetzt vielleicht auch Sachen übersehen, aber über das Leistungsfähigkeitsprinzip wird ja vorwärts und rückwärts Bibliotheken gefüllt. Aber jetzt, wie rechtfertigen sich eigentlich die teilweise dramatischen Unterschiede zwischen den einzelnen Einkunftsarten?
da wissen wir eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so ganz, also ich zumindest nicht so viel drüber. Also das ist genau die offene Flanke. Und das Interessante ist, das ist genau das Argument des Bundesverfassungsrechts von 1978. Die sagen, ja, mit Leistungsfähigkeit, das klappt hier nicht. Aber wenn die Unterschiede zwischen den Einkunftsarten dramatisch werden oder nicht mehr zu rechtfertigen sind, das kann ein Grund sein, was sie damals nicht gesehen haben. Aber das müsste man sich jetzt auch nochmal genau angucken. Vielleicht noch eins zur Ergänzung, wenn ich Herrn Mayer noch mal ins Boot bringe. Das Interessante ist, dass ihr in Österreich ja eine Abgeltungssteuer auf die Veräußerungsgewinne bei Grundstücksveräußerungen habt, gerade aus diesen Gleichheitsüberlegungen. Nicht? Ist es nicht so? Ja, das war insofern ganz interessant. Im Jahr 2011 haben wir in Österreich die Kapitaleinkünfte extrem ausgedehnt und ist auch mit einem Steuersatz von 25%, teilweise ist jetzt auf 27,5%. Zuletzt in der ökosozialen Steuerreform haben wir sogar die Kryptos mit hineingenommen und lässt man sogar einen Ausgleich Kryptoverluste gegen Aktiengewinne zu. Nur die Sparbücher liegen so quasi im Ausgleich auf einer eigenen Schedule. Und das war im Jahr 2011. Und im Jahr 2012 ist diese Idee überwälzt worden auf die Spekulationseinkünfte, auf die lange Frist von 10 Jahren bei den Grundstücken. Und seither unterliegen private Grundstücksveräußerungen auch einem Abgeltungssteuersatz von 30%, wobei man hat jene, die nicht mehr steuerverfangen waren, mit einem einfachen Pauschalmodell belegt. Man hat geschaut, was war alles noch in der Spekulationsfrist. Genau, Vertrauensschutz insofern, das ist eine sehr niedrige Besteuerung. Da hat man die Anschaffungskosten gesetzlich fingiert mit 86%, dass aus Differenz nur 14% herausspringen. Und wir haben es in der Vorbesprechung ganz kurz andiskutiert, dass wir damals, weil natürlich bei Immobilien wird die Inflationswirkung schon auch massiver, haben wir ab dem 11. Jahr einen Inflationsabschlag vorgesehen gehabt von 2% auf die Bemessungsgrundlage, maximal auf 50%. Die 2% sind vom Inflationsziel der EZB hergeleitet worden. Aber interessanterweise haben die Steuerrechtler, die Wissenschaft dann in Österreich dagegen geschossen, weil sie gesagt haben, das ist eine punktuelle Durchbrechung des Nominalwertprinzips, die sich hier so nicht rechtfertigen ließe. Und das war dann bei den Verhandlungen 15, 16 bei der damaligen Steuerreform natürlich politisch für einen Regierungspartner das willkommene Fressen zu sagen, ja, wenn nicht einmal die Steuerjuristen davon überzeugt sind, kann man das Ganze wieder abschaffen. Ja, also interessant. Jetzt will ich aber auch wirklich das Publikum mit einbeziehen. Ich will vielleicht noch einen Satz zum Nominalwertprinzip sagen. In meinem Aufsatz, den ich da vor ein paar Jahren, Johanna hatte mich damals motiviert dazu, einen Aufsatz zu schreiben, wo die Inflation gegen Null strebte. Ich weiß, das war ein ziemlich, ich glaube, die Zuhörer waren damals, als ich das vorgetragen habe, waren gelangweilt von meinem Inflationsthema. Und die haben gesagt, womit kommt denn der da an? Ja, das kennen wir ja gar nicht mehr. Und da habe ich damals gesagt, naja, das Nominalwertprinzip wird von Steuerjuristen, anders als von Ökonomen, wie eine Monstranz von den Katholiken vor sich hergetragen. Also das habe ich damals so gesagt. Und ich weiß nicht, vielleicht trifft es das so ein bisschen sogar. Also ich glaube, wir überhöhen so ein bisschen das Nominalwertprinzip. Und ich glaube, das ist heute besonders deutlich geworden, glaube ich, durch den Vortrag von Ihnen, lieber Munsdörfer, dass das, glaube ich, überdacht werden muss. Aber jetzt will ich auch aufhören, irgendwas einzustreuen, sondern will Ihnen jetzt hier die Möglichkeit geben, noch Fragen und Anmerkungen zu geben. Haben wir ein Mikrofon? Haben wir doch da, ne? Ah ja, wunderbar. Wer möchte etwas sagen und etwas beitragen? Jetzt laufen Sie weg. Vielleicht sagen Sie kurz Ihren Namen und Nils Beckmann ist mein Name. Das ist alles super interessant und ich stimme Ihnen bei allem zu. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist die Betrachtung von Verlustvorträgen. Wenn wir doch gerade vom Leistungsfähigkeitsprinzip ausgehen, dann sind doch die Verluste in einer ganz anderen Leistungsfähigkeit entstanden, als sie hinterher eingelöst werden. Muss man da nicht eigentlich auch nochmal drauf schauen? Ja, interessante Frage. Wie wird das gesehen? Indexierung von Verlustvorträgen.
Selbstverständlich, Verlustvorträge sind zu indexieren, aus meiner Sicht, völlig klar. Zinsvorträge auch, ne? Lizenzschrankenvorträge, alles, was da ist, gehört eigentlich indiziert. Völlig klar. Also bin ich sofort einverstanden. Was würden die Praktiker dazu sagen in ihren Haushalten? Horrorvorstellung oder könnte man damit leben? Also es stellt sich die Frage, was alles indexiert wird. Wenn jetzt der Steuergesetzgeber herangehen würde und in einer Einkommensteuer alles durchindexiert, für geringwertige Wirtschaftsgüter, Pendlerpauschalien, Entfernungspauschalien, alles komplett durchindexiert, dann bin ich schon bei Ihnen. Dann muss man sich das auch entsprechend dann ansehen. Wir in Österreich haben uns halt jetzt einmal auf den Tarif konzentriert. Und es war nämlich dann so, dass lustigerweise auch in der politischen Debatte wollte man immer einzelne Beträge zum Tarif hinschieben. Da man für Kleinunternehmer bis 35.000 Euro mal eine Pauschalierungsmöglichkeit funktioniert, ganz einfach. Und da hat man gesagt, naja, das hängt ja nahe beim Tarif. Und da hat man tatsächlich dann sogar in der politischen Diskussion diese Grenze noch von 35.000 auf 40.000 erhöht. Obwohl das Problem ist, dass man in der Umsatzsteuer, das kommt aus der Umsatzsteuer, das ist momentan die maximale Grenze für einen Kleinunternehmer 35.000 Euro. Ich glaube aber in 2 bis 3 Jahren kann man darauf gehen Richtung 80.000 Euro nach der Mehrwertsteuerrichtlinie. Dann könnte man da auch hinaufgehen. Also es ist immer die Grundleitlinie, die man halt gezielt machen muss. Wir in Österreich haben uns da auf den Steuertarif konzentriert. Es gibt Länder, die alles komplett durchindexieren und deshalb meine erste Bemerkung zu dem Ganzen. Natürlich kann man Inflation rein als mathematisches Thema anschauen und man geht her und da muss man aber über alle Steuern drüber gehen. Dann kann man nicht nur über die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und dann schauen wir uns auch die Mengensteuern an, natürlich. Und ich denke, da müsste man natürlich auch bei der Mindestbesteuerung was tun. Weil wir wissen ja, dass eigentlich die Verlustvorträge in Realita doch viel weniger Bedeutung haben wegen der Mindestbesteuerung. Und die Änderung der Mindestbesteuerung würde viel mehr bewirken als die Indexierung der Verlustvorträge, die ja in dem System auch schlüssig ist, wie dargelegt. Ich würde da gerne direkt nochmal anknüpfen, Johanna Hai. Und zwar, Herr Diekmann, Sie haben gesagt, wir haben ja doch einige von den Eurobeträgen angepasst. Arbeitnehmerpauschbetrag aus meiner Sicht völlig unnötig, weil man sie sowieso widerlegen kann. Aber in der Breite natürlich wichtig. Entfernungspauschale auch verständlich. Sparerpauschbetrag eine ganz andere Kategorie. Da geht es wirklich um das Problem, dass wir im Grunde genommen die ganze Zinsbesteuerung freistellen müssten. Also es wirkt, ich sage es mal so, von außen relativ erratisch. Jetzt hat Christian Waldhoff dazu ja auch einiges gesagt und gesagt, naja, wir haben Sozialzweckpauschalierungen, da haben wir ganz andere Kategorien. Und dann gibt es aber im Grunde natürlich auch ganz, ganz viele Fiskalzweckpauschalierungen. Und wenn man sich mal diese Unmenge von Eurobeträgen anschaut, dann habe ich mal die Hoffnung, dass Sie im BMF die alle kennen. Das ist mal das Erste, um überhaupt zu wissen, wo müsste man eigentlich anpassen. Ich gebe Ihnen recht, Herr Mayer. Man muss die nicht alle gleich, sind nicht alle gleich wichtig. Also eine Pauschalierungsnorm für Ihre Kleinunternehmer muss man wahrscheinlich nicht anpassen. Man muss aber möglicherweise Abzugsverbote anpassen. Man muss zum Beispiel nicht in der Gewerbesteuer die Zinsschranke. Überall haben wir Beträge vor zum Teil eben Jahrzehnten mal reingeschrieben. Nicht? Also wenn Sie sagen, okay, wir machen eine gewerbesteuerliche Zurechnung, lassen aber eben hier einen Freibetrag zu, dann müsste man den, meine ich mal, seit wann ist er da, 15 Jahren, müsste man mal überlegen, muss man den nicht anpassen. Also wie machen Sie das, Herr Diekmann? Haben Sie da sozusagen so eine Prioritätenliste im BMF und sagen sich, naja gut, okay, da könnten wir anpassen, da müssen wir anpassen? Ich könnte jetzt natürlich viel erzählen, wie wir das grandios machen und in jeder einzelnen Regelung natürlich en Detail jetzt aufgehört. Aber natürlich ist es so, wir haben natürlich schon eine gewisse Übersicht dessen, was besteht. Und das, was geändert wird, ergibt sich natürlich aus der politischen Dominanz, das sage ich einfach mal. Was waren Themen, die im letzten Jahr angestrichen sind? Und das war natürlich eine Sache, die eine Rolle gespielt hat. Aber es ist so, es gibt eine Unmenge von Regelungen und wir haben ja uns wirklich auch noch wiederum auf die Einkommensteuer konzentriert. Und es gibt auch in anderen Steuern natürlich diese Beträge. Und ich glaube, man müsste dann, wenn man hingeht und über die Frage, ich sage das einfach mal, eines Tarifs aus Rädern auch darüber nachdenken, ob andere Elemente auch mit eingenommen sind. Aber ich würde die Konzentration, auch um den politischen Widerstand nicht zu stark werden zu lassen, eben auf den Tarif bilden. Und viele Dinge sind ja im Unternehmenssteuerrecht, finden sich dort wieder, viele in anderen Rechtsformen.
Auch die müssen angepasst werden, auch die haben auch Verwerfungen zur Folge, das ist ökonomisch natürlich offensichtlich, aber die kann man, ich sage das einfach mal nachher. Es gibt einen anderen Bereich, wo wir das immer wieder diskutieren, auch in meinem Bereich ist die Frage Bürokratieabbau ein Thema, wobei sich immer schön effektiv dann machen kann. Und da versuchen wir dann auch immer welche anzupassen, aber Sie können sich nicht vorstellen, wie viele unterschiedliche Positionen und Meinungen es zu diesen Dingen gibt, was angepasst werden kann und angepasst werden sollte. Insofern, ich zu meiner Schande gebe zu, dass ich nicht den Überblick habe über sämtliche Freibeträge, Freigrenzen, Pauschbeträge im Steuerrecht, aber ich glaube, es gibt, wenn man das Haus insgesamt gibt, doch eine sehr, sehr gute Übersicht dazu, was zu ändern ist. Besten Dank. Eine entsprechende Datenbank des BMF über Freibeträge, Pauschbeträge und Freigrenzen, das ist schon gut. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte, Bertolt. Ja, unter dem Stichwort komplexer geht es immer. Deswegen nur ein kleiner Nachklapp von Frau Professorin Hai. Jetzt gibt es ja bestimmte Waren im Warenkorb, die nicht nur der Inflation unterliegen, sondern auch einer enormen Wertsteigerung. Und ich ziehe jetzt mal auf Freibeträge wie beispielsweise Erbschaftssteuer, in der man immer sagt, der Oma, ihr kleines Häuschen soll erbschaftssteuerfrei sein. Wie geht man dann mit diesen Punkten um? Müsste man das nicht ähnlich dann behalten oder behandeln wie beispielsweise die Inflation? Wollen Sie oder wer möchte? Also die Erbschaftssteuer haben wir heute ja nicht behandelt. Noch nicht. Noch nicht, aber es ist, die Erbschaftssteuer ist deswegen interessant, weil wir haben das Steuergespräch heute Abend, guckt ja mal ein bisschen genauer auf Bemessungsgrundlagen. Und da sehe ich durchaus, wir haben natürlich durch die Verfassungsrechtsprechung ist sehr, sehr stark der Fokus ja gelegt gewesen auf letztlich die Fragen der Verschonung bei großen Betrieben. Aber ich denke, dass die künftige Diskussion bei der Erbschaftssteuer auch vielleicht nochmal wieder die Bemessungsgrundlage in den Blick nehmen wird. Das heißt also, das sind einerseits die Freibeträge, aber auch Bewertungsthemen, wenn man sich anguckt. Der neuen Bewertungsgesetz ist einfach nicht, 9.2 ist einfach nicht überzeugend. Das ist eine Scheinleistungsfähigkeit. Und genauso, ganz interessant, ich habe aktuell mit in der Mandantschaft mit Fällen zu tun, wo der Substanzwert ist ja der Niedestwert, also wenn der höher ist als der Ertragswert, dann muss der Substanzwert greifen und das ist der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter. Und wenn Sie ein Unternehmen haben, das sehr stark auf Strom angewiesen ist und durch Termingeschäfte sich abgesichert hat, dann haben diese Terminkontrakte jetzt beim gemeinen Wert enorme Werte. Das heißt, sie haben eine Situation, wo der Substanzwert mit dem Faktor 2,5 oder 3 oberhalb des Ertragswerts liegt. Also, aber für ein Unternehmen, das eigentlich diese Elektrizität nur einkauft, um zu produzieren, sind das auch Scheingewinne, weil der Strom wird ja nicht jetzt wieder am Spotmarkt verkauft, sondern wird einfach genutzt, um weiter die Produktion aufrechtzuerhalten. Also die Erbschaftssteuer könnte ich mir vorstellen, falls sie nochmal wieder in die politische Diskussion kommt, würde ich mich darüber freuen, wenn wir auch da mal die Bemessungsgrundlagen genauer anschauen würden. Und auch Freibeträge. Ja, ich darf vielleicht noch eins dazu führen, Andreas. Zur Bemessungsgrundlage gehört allerdings auch die Durchlöcherung der Bemessungsgrundlage durch 13a folgende. Ja, das heißt also, wenn man das tut, wofür ich sehr wäre, dann sollte man die Bewertungsfrage einschließlich der Steuerbefreiung in den Blick nehmen, um das nur klarzustellen. Und dann hast du ja auch immer wieder einen niedrigeren Tarifen das Wort geredet. Ja, genau, das würde ich wieder tun. Also das hat die Privilegierung dieser selbstgenutzten Einfamilienhäuser hat ja nichts mit Existenzminimum oder so zu tun. Es ist eine rein politische Entscheidung. Ich halte die auch für falsch, ehrlich gesagt. Warum soll man selbstgenutztes Wohneigentum privilegieren? Also man soll die Vermögenswerte gleich behandeln, realistisch gleich behandeln. Das ist eine reine Privilegierung und Subventionierung. Und der Freistaat Bayern bereitet ja gerade eine Klage vor, in dem Sinne, der ich keine großen Erfolgschancen hoffentlich zumesse. Das eigentlich Bessere wäre natürlich, alle Freibeträge komplett zu streichen und dann mit dem Steuersatz dramatisch runterzugehen. Das eint uns in der Denkweise, aber ich höre jetzt auf, denn ich gucke hier auf die Uhr, Sie haben eine Punktlandung, deswegen Schlussplädoyers erspare ich mir auch. In eigener Sache möchte ich noch was sagen. Was? Du willst ein Schlussplädoyer halten? Okay. Ich glaube, es ist die eigene Sache. Was willst du sagen? Ach so, in eigener Sache. Okay, dann sage ich gar nichts mehr. Bevor du die... Nein. Meine Damen und Herren, ich glaube, dem einen oder anderen ist es bewusst geworden, wir haben die erste Dekade der Berliner Steuergespräche mit Professor Birk an der Spitze gehabt. Wir haben danach
Roman, dich gebeten, ob du die Nachfolge von Herrn Birk antrittst. Du hast neuen frischen Wind reingebracht. Wir sehen, die muntere Diskussion hat heute wieder gezeigt, dass das ein Glücksfall war für uns, dass du die 10 Jahre lang die Berliner Steuergestellte hast. So, mehr brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und was für deine Geradlinigkeit und für deinen Charakter spricht, ist genau, dass du nach 10 Jahren gesagt hast, eigentlich könnte ich es noch 10 Jahre weitermachen. Die Power habe ich, die Kraft habe ich, ich habe frischen Wind und so weiter. Aber du sagst, neue Ideen sind auch gut. Jetzt gehen die neuen Ideen schon wieder in die Kölner Schule. Und da darf ich Ihnen, Frau Professorin Hay, ganz herzlich gratulieren. Sie sind heute als Vorsitzende des Vorstandes gewählt worden. Dafür ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Und damit, lieber Roman, ganz, ganz herzlichen Dank. Den Tropfen haben wir dir gerade schon übergeben. Der ist wahrscheinlich auch noch nicht weg, wenn ich das richtig sehe. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir mit dir heute Abend hier noch das ein oder andere Glas erheben können und anstoßen können. Und damit, wie gesagt, dir auf jeden Fall, bleib den Berliner Steuergesprächen stets verbunden. Du hast uns immer eine Heimat gegeben, jetzt wollen wir dir zukünftig auch eine Heimat geben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und natürlich bin nachher beim Empfang. Und jetzt hast du natürlich das Schlusswort. Vielen Dank, lieber Roman. Ja, also ich freue mich wirklich auch über diese wirklich lieben, netten Worte. Ich muss aber auch eins sagen, nach 10 Jahren ist auch gut. Nach 10 Jahren ist gut und dann muss frischer Wind kommen und ich bin wirklich total glücklich darüber, Johanna, dass du das jetzt übernimmst. Ich weiß, das ist in besten Händen. Ja, und geben Sie ihr bitte genauso viel Vertrauen, wie Sie mir entgegengebracht haben. Und jetzt gibt es was zu trinken, was zu essen und da sollen wir jetzt gemeinsam hingehen. Danke Ihnen.